So, welcome to this roundtable of the Heinrich Böll Foundation. Guten Abend zu unserem runden Tischgespräch. Es geht also heute um die Energiesituation und die notwendigen Veränderungen, also insbesondere um Gasversorgung in der Europäischen Union, gerade angesichts der aktuellen Entwicklung. Es gibt Verdolmetschung. Wir haben also das im Angebot der Zoom-Konferenz. Sie können sich also für Deutsch oder für Englisch entscheiden. Und Sie können natürlich auch das Original hören in beiden Sprachen oder Sie wechseln dann eben in die jeweilige Sprache, die Sie bevorzugen. Der Heinrich-Böll-Stiftung zum Energiewende. Thema, das wir heute zum Thema Gasversorgung in der Europäischen Union im Lichte der aktuellen Konfliktlage machen wollen. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Es gibt Übersetzungen, das heißt also, man kann den entsprechenden Raum auswählen, entweder Deutsch oder Englisch oder natürlich den Originalton, um dieser Veranstaltung zu folgen. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht. Ich bin jetzt ganz aktuell einer der beiden neuen Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung, insofern auch eine meiner ersten Veranstaltungen in dieser Rolle. Ich freue mich, heute mit dabei sein zu dürfen und Sie begrüßen zu dürfen zu einer Veranstaltung, die in einer gewissen Tradition steht, denn die Heinrich-Böll-Stiftung hat schon in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern Veranstaltungen zum Thema Energiewende zwischen der Europäischen Union und der Ukraine gemacht. Und insofern ist die heutige Veranstaltung auch eine Fortsetzung dieser Arbeit, die aber natürlich aus aktuellem Anlass einen völlig veränderten und auch durchaus anderen Kontext erhalten hat, wobei wir alle wissen, dass der Kontext sich nicht zwangsläufig energiepolitisch oder geopolitisch grundsätzlich verändert hat, aber natürlich die Situation ist jetzt eine andere mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und wir sind natürlich jetzt mit diesem Krieg konfrontiert, der ein Vernichtungskrieg ist, den das Putin-Regime gegen die Ukraine führt, der eine Existenzberechtigung, eine eigenständige Geschichte, eine Kultur abspricht und die er eben überfällt in Wege eines wirklich sehr imperialistischen Vorgehens, mit dem Recht des Stärkeren sozusagen, das er sich nimmt und wieder jeglichem internationalen Rechts hier zur Geltung versucht und damit natürlich auch die gesamte Sicherheitsordnung in Europa, aber auch international in Frage stellt. Damit richtet sich dieser Krieg aber natürlich nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen Demokratie und Freiheit und die rechtsstaatliche Ordnung in Europa und auch international. Und deswegen braucht es an der Stelle natürlich auch gemeinsame europäische Antworten in Solidarität mit der Ukraine, die wir auch und gerade im Bereich des Energiesektors finden müssen. Der spielt hier eine ganz zentrale Rolle, sowohl mit Blick auf die Ursachen dieses Konflikts als auch auf die Rolle und die Stellung in diesem Konflikt, sowohl für die Europäische Union als auch insbesondere auch für die Ukraine. Die Exporte der fossilen Energieträger in die Europäische Union in den letzten Jahrzehnten haben natürlich zur Festigung dieses autoritären und imperialen Charakters der Russischen Föderation beigetragen. Und die einseitige Abhängigkeit der Europäischen Union von diesen Energielieferungen erschwert nun weitere entschiedene Reaktionen auf den Invasionskrieg. Das beschäftigt uns jetzt natürlich im neuen Licht, hat uns aber auch in den vergangenen Jahren schon beschäftigt. Es hat ja Diskussionen gegeben, es hat diejenigen gegeben, die auch vor dieser Abhängigkeit gemahnt haben. Jetzt sind wir allerdings in einer sehr, sage ich mal, starken Dilemmalage, einer kurzfristigen Veränderung eben schnell Wirkung zu verleihen und die Lage zu verändern. Die deutsche Bundesregierung und die Europäische Union
haben Schritte ergriffen, um hier auch von dieser Abhängigkeit loszukommen. Inwieweit diese Schritte jetzt also weiter getrieben werden können, inwieweit wir auch in der Lage sind, an der Stelle Perspektiven aufzuzeigen für die kommenden Wochen, Monate, für auch die Zukunft insgesamt im Lichte dieses Konflikts. Das wollen wir heute hier gemeinsam mit Ihnen allen besprechen und diskutieren. Deswegen freue ich mich, dass wir heute die Gelegenheit für eine echte Vertiefung dieser Debatte haben, auch gerade über die Handlungsschritte im Bereich des Gassektors zu reden. Und ich danke deswegen auch im Voraus schon einmal für den Impuls, der zu dieser Veranstaltung von den Freundinnen und PartnerInnen aus der Ukraine gekommen ist und auch kommen wird. Besonders ein herzliches Willkommen an Jaroslav Demtschenkov, der als Vizeminister für Energie der Ukraine hier uns heute mit begleitet in dieser Debatte. Danke, dass Sie mit dabei sind. Auch natürlich an die anderen Teilnehmenden, die heute sich hier mit eingefunden haben und auch Beiträge leisten und uns führen durch diese Veranstaltung, wird nun Robert Sperfeld, der als Referent für Ost- und Südosteuropa in der Heinrich-Böll-Stiftung die Moderation dieses Abends übernimmt. Ich danke noch einmal und freue mich auf die gute Debatte. Robert. Ja, vielen Dank, lieber Jan, für die Begrüßung. Genau, du hast mich ja schon vorgestellt, deswegen kann ich gleich den Faden nochmal wieder aufnehmen. Wie managen wir den Ausweg aus dieser Situation der Abhängigkeit im Kontext dieses furchtbaren Angriffskrieges? Wir haben heute den 99. Tag seit Beginn dieser vollständigen Invasion, dieser groß angelegten Invasion. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir tun das in einer Woche, in der sich die politische Diskussion innerhalb der EU sehr auf das Thema der Öllieferungen konzentriert hat. Dazu hat der Rat nun auch eine Entscheidung getroffen. Heute in dieser Veranstaltung wollen wir den Blick aber vor allen Dingen schon mal auch auf weitere Schritte, nächste Schritte werfen, vor allem mit Fokus auf den Sektor, in dem die Abhängigkeit Deutschlands und der EU wohl am größten ist, nämlich den Gassektor. Allein seit dem 24. Februar hat die EU ca. 28 Milliarden Euro an Russland für Gaslieferungen überwiesen. Dieser Cashflow konterkariert natürlich die weiteren Wirtschaftssanktionen, die gegenüber Russland verhängt sind. Wir haben schon beim Öl in dieser Woche auch die Schwierigkeiten bei der Einigung auf die Beschlüsse gesehen. Das lässt also erwarten, dass es auch beim Gas nicht einfach wird. Deutschland ist als größte Volkswirtschaft in Europa und größter Gasmarkt in Europa praktisch der wichtigste Akteur in dieser Frage. Deshalb wollen wir vor allen Dingen den Blick auch auf Deutschland richten. Dies aber natürlich im Kontext der Europäischen Union und auch darüber hinaus der Europäischen Energieunion mit den weiteren Partnern einschließlich der Ukraine zusammen auf dieses Thema den Blick richten. Nichts wäre falscher, als nun wieder in eine nationalstaatliche Logik zurückzufallen und in einem Kräftemessen zwischen den Staaten innerhalb der EU und Europas zu enden. Den politischen Rahmen für die Handlungsoptionen setzt die EU mit dem am Montag beschlossenen Repower-EU-Paket. Darin werden sowohl die Einspar- und Effizienzziele als auch die Ausbauziele für erneuerbare Energien erhöht. Mit Blick auf den Gasmarkt wird eine Energy-Plattform vorgeschlagen, über die die Beschaffung von Gas und LNG und später auch Wasserstoff gemeinsam auch mit den Partnerländern der Energiegemeinschaft, also auch der Ukraine und den Westbalkanstaaten, organisiert werden soll.
So viel für den Rahmen unserer Diskussion. Jetzt aber genug wirklich zur Vorrede von meiner Seite. Ich sage noch zwei Sätze zum Ablauf. Wir haben quasi eine Dreiteilung in dieser Veranstaltung. Wir beginnen mit einführenden Statements von Vizeminister Jaroslav Demtschenkov und Bundestagsabgeordneter Ingrid Nestle. Da Herr Demtschenkov dann leider auch schon wieder noch einen weiteren Termin hat, werden wir nach diesen Statements schon mal eine kurze Fragerunde ermöglichen. Fragen bitten wir in den Chat schriftlich zu stellen. Wir werden sie dann hier aufnehmen. Im zweiten Teil werden wir dann der Diskussion der ökonomischen Implikationen Reduzierung der Importe oder eines Embargos oder einen Stopp der Lieferungen aus Russland widmen. Und dann im dritten Teil nochmal weitere politische Lösungen und die Bedeutung für Klimaschutz und die Green Deal Agenda dieses Gasthemas vertiefen. Die Sprecherinnen und Sprecher werde ich dann jeweils vorstellen und beginne also zunächst mit Herrn Jaroslav Demtschenkov. Herzliches Willkommen an Sie und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Er ist seit Mai 2020 Vizeminister für Energie der Ukraine und dort zuständig in seinem Portfolio eben für die EU-Integration und auch für den Gassektor und hat zuvor in verschiedenen auch internationalen UN-Projekten gearbeitet. Und anschließend hören wir Dr. Ingrid Nestle, Sprecherin für Klimaschutz und Energie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Ich übergebe an Herrn Demtschenkov für seine Einführung. Herzlich willkommen. Thank you for inviting. Ja, vielen Dank für die Einladung und es ist mir eine große Freude, Sie hier sehen zu können. Es ist mir eine große Freude, eine Eröffnungsrede zu halten. Ich werde 4 oder 5 Minuten sprechen. 2 Jahre vor dem Krieg haben wir eine Energiepartnerschaft mit Deutschland ausgemacht. Wir haben 4, 5 Bereiche identifiziert, die unseren Ländern helfen sollen, die Energiewende zu bewältigen. Es geht um die Energieindustrie und dass wir neue Projekte von gemeinsamem Interesse im Energiebereich auf die Schiene bringen. Ungefähr 2 Jahre vor dem Krieg haben wir versucht, Deutschland zu überzeugen, dass Nord Stream 2 ein Projekt war, das die Abhängigkeit Europas von russischem Gas steigerte und ein Instrument für die geopolitischen Bestrebungen des Kremls. Nach dem Abschluss dieses Projektes haben wir vorhergesagt, dass Russland in die Ukraine einfallen würde. Und das ist passiert. Und das wird jetzt eine sehr intensive Periode. Und hier geht es hier um Besetzungsbestrebungen. Und ab Mitte Mai hat Russland mehr als 2.100 Raketen abgefeuert auf die Ukraine. Tausende von Siedlungen wurden dem Erdboden gleichgemacht. Energieressourcen werden oft angegriffen. Es geht um die kritische Infrastruktur. Mehr als 5 Millionen Menschen wurden von der Energie abgeschnitten und 500.000 vom Gas. Hunderte Milliarden von Euro sind hier auf der Strecke geblieben. Und der Energiesektor hat Milliarden Euro Verluste und Hunderte Milliarden von Euro
jeden Tag gehen verloren. Laut dem Internationalen Institut für Finanzen hat sich das Ganze 3,4 mal verdoppelt, also verdreifacht, und sehr viel, also diese Einkünfte, und sehr viel entfällt auf den Import von russischer Energie und vielmehr den Export aus Russland. Und Deutschland ist der größte Abnehmer und auch Europa. Deutschland hat in 4 Monaten 2021 die Exporte erhöht, und zwar gegenüber dem Vorjahr um 57%. Deswegen appellieren wir an unsere deutschen Partner und Freunde, die Finanzierung des russischen Aggressionskriegs einzustellen. Der Löwenanteil entfällt auf russisches Öl und Gas, diese Einkünfte. Und deswegen kann man da den Etat von Russland beschneiden. Wenn man hier an den Öl- und Gaslieferungen ansetzt. Wir wissen, dass Energiesicherheit in Deutschland natürlich eine große Rolle spielt. Wir verstehen auch, dass Russland seit Jahrzehnten daran arbeitet, dass es für Russland, für Europa schwierig wird, die Energielieferung aus Russland zu ersetzen. Und die Kosten sind explodiert, sogar bevor Russland in die Ukraine eingefallen sind. Die Gazprom hat letztes Jahr die unterirdischen Speicher in der EU eingestellt und hat nicht genügend aufgefüllt. Und mit dem kommenden Winter haben sie die Gaslieferungen auf ein Minimum zurückgefahren. Und als Ergebnis sind die europäischen Gaspreise sogar noch höher als im asiatischen Markt, wo der Gas traditionell der am teuersten weltweit ist. Man hört ja oft, dass Deutschland sehr günstiges Gas aus Russland erhält und deswegen auf andere wird die Umstellung auf andere Lieferungen natürlich zu einem Anstieg in den Energieversorgungsunternehmen bei den Preisen führen. Aber die Abhängigkeit Deutschlands von Russland ist angestiegen, aber die Gaslieferungen sind trotzdem rückläufig. Wir wissen auch, dass dieser Anstieg der Versorger für die deutschen Verbraucher bedeutet und dass verschiedene Lieferanten dicht gemacht haben und Produzenten, weil die Gaspreise immer mehr steigen. Das heißt, dass die Argumente, um das extrem günstige Gas von Russland an Deutschland einfach nur manipuliert sind. Es gibt keinen Sonderpreis für russisches Gas. Das schlägt sich nicht in der Tasche der VerbraucherInnen nieder, wenn Lieferungen aus Russland kommen. Wenn man Gazprom ersetzen möchte mit anderen Lieferanten, heißt das aber auch, dass das sich nicht so verheerend auf die VerbraucherInnen auswirken wird, wie wir oft hören von Vertretern dieser Unternehmen. Wahrscheinlich ist der Preis bereits jetzt überhöht für Gas und Wärme. Es wäre auch im eigenen Interesse der deutschen Volkswirtschaft und der deutschen Verbraucherinnen, weniger abhängig zu werden von Gazprom. Gazprom hat sich nicht sehr professionell verhalten, selbst wenn dieser blutige Angriffskrieg durch Russland nicht stattgefunden hätte.
Wenn die Gaslieferanten ersetzt werden, weil, heißt das, dass die Energiesicherheit in Deutschland steigt. Deswegen haben wir der deutschen Regierung eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, die helfen können, das Problem zu lösen, ohne dass sich das erheblich negativ auf die deutsche Volkswirtschaft auswirkt. Dazu gehören verschiedene Stufen des Ausstiegs aus der russischen Energie. Dadurch kann sich die Volkswirtschaft anpassen und kann auf andere Quellen umsteigen. Und wir haben auch die Einführung von finanziellen Restriktionen vorgeschlagen. Und die Ukraine schlägt vor, dass ein großer Anteil von fossilen Brennträgern in Russland durch ukrainische Energie ersetzt wird. Aufgrund des Angriffskriegs ist der Energiebedarf erheblich angestiegen. Wir haben Stromgestehung, die ist 70% grün. Und diese Energie kann auch die deutsche Energiesicherheit gewährleisten. Und da wird dafür gesorgt, dass die Verbraucherinnen die Ukraine indirekt unterstützen und nicht Russland in diesem Krieg. Und das heißt, ukrainischer Strom kann die russischen LNG-Lieferungen ersetzen. Ich hoffe, dass Deutschland uns bei der Installation der notwendigen Ausrüstung helfen wird, damit wir unsere Kapazität ausweiten können. Wir haben große Kapazitäten und wir haben Wasserstoff und biologische Brennstoffe und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir die größten unterirdischen Speicheranlagen für Gas haben in Europa und die geringsten Preise. Unsere Gasleitungssysteme sind angebunden an die Märkte in Mittelost- und Südeuropas. Und dank dieser Infrastruktur kann Europa einen Quantensprung hin zur Unabhängigkeit vom russischen Gas machen. Die Gesamtspeicherkapazität unserer Speicher beträgt 31 Millionen und wir können die Kapazität halbieren, also im Zusammenhang mit den strategischen Gasreserven. Und die ukrainischen Speicher-Facilities können eine Schlüsselkomponente werden für die Energiesicherheit. Und die deutsche Regierung und die Unternehmen sollten uns zuhören, sollten die Bereitschaft gewährleisten, um die Versorgungssicherheit zu steigern. Wir sind sehr dankbar dafür, dass die deutsche Regierung dafür sorgen möchte, dass die wichtigste Volkswirtschaft nicht mehr länger von der russischen Energie abhängig ist. Und das ist eine sehr wichtige Wahl für Europa und für die gesamte europäische Familie. Es wird ebenfalls Unternehmen helfen und den privaten Haushalten, den VerbraucherInnen. Kanzler Scholz hat gestern eine wichtige Aussage getroffen im Bundestag und hat eine Entscheidung getroffen. Und das hat sehr viele Ukrainer inspiriert. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir hier eine positive Zukunft haben. Ich freue mich jetzt auf eine konstruktive Diskussion. Das sollte ein spannendes Thema sein. Es geht hier darum, was können wir machen, um die Energiesicherheit in der EU zu fördern? Und hinterher würde ich mich freuen, wenn die OrganisatorInnen die Hauptbotschaften nochmal zusammenfassen könnten, die aus dieser heutigen Diskussion zusammenfassen könnten. Denn unser Ministerium freut sich auf Feedback und auf Vorschläge der TeilnehmerInnen. Vielen Dank an Sie, Demchenkov.
für diese Einführung von Ihrer Seite. Wir hören jetzt zunächst eine zweite Einführung noch von Ingrid Nestle und dann möchte ich das Publikum aber schon ermuntern, schon gegebenenfalls Fragen an die beiden auch in den Chat schon einzustellen, schriftlich. Dann übergebe ich jetzt an Ingrid Nestle, wie gesagt, Sprecherin für Energie- und Klimaschutz in der Grünen Bundestagsfraktion, als solches natürlich nicht Teil der deutschen Bundesregierung. Aber natürlich wird auch im Bundestag das Thema sehr intensiv diskutiert, nicht zuletzt eben auch gestern und heute. Liebe Ingrid, kannst du uns da ein paar frische Eindrücke auch dazu vermitteln? Ja, bitteschön. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung und auch von meiner Seite, Herr Demchenkow, herzlichen Dank, dass Sie auch hier sind und uns Eindrücke geschildert haben aus dieser sehr, sehr krassen Situation, in der Sie sich befinden. Und es ist völlig klar, dass der abscheuliche Krieg von Putin gegen die Ukraine, ja, dass er ein Krieg ist gegen Menschenleben, gegen die Heimat von Millionen Menschen, gegen die Menschlichkeit an sich und unsere grundlegendsten Werte und dass wir fest an der Seite der Ukraine stehen. Ja, und dass auch gerade energiepolitisch, Sie haben es gerade beschrieben, einer der ganz, ganz wichtigen Bereiche ist, wo wir eine entschiedene Antwort brauchen auf den Krieg von Putin und wo wir einen Weg verfolgen, der schon zu dem passt, wie Sie es beschrieben haben, nämlich Schritt für Schritt uns unabhängig zu machen von den Energieimporten aus Russland. Das ist uns, was die Menge, also die physische Menge an importierter Energie angeht, ist es uns auch schon gelungen, das ganz schön runterzufahren. Aber Sie haben es auch richtig beschrieben, was die Geldmenge angeht, die zurückfließt, ist es uns noch nicht gelungen. Das hängt natürlich zum Teil auch damit zusammen, dass wir aus anderen Quellen substanziell teurere Gas- und Ölmengen kaufen, dadurch die Weltmarktpreise hochgehen, beziehungsweise die Verträge mit Russland, die ja zum Teil daran mit Zeitverzug dann eben auch wieder die Weltmarktpreise aufnehmen, dass wir dann eben für die gleiche Menge Energie sehr viel mehr Geld zahlen. Aber der Wille ist fest da, weiter von diesen Mengen runterzukommen. Wir haben auch schon mehrere Gesetze allein seit Beginn des Krieges gemacht, die diese Unabhängigkeitsbestrebungen erleichtern sollen. Wir haben das Gasspeichergesetz gemacht. Sie haben es beschrieben, wie Russland Speicher in unserem eigenen Land quasi gegen uns verwendet haben. Wir haben das Energiesicherungsgesetz, das es uns erleichtert, kritische Infrastruktur, also insbesondere Unternehmen, die in russischer Hand sind und gegen uns verwendet werden sollen, unter Treuhänderverwaltung zu stellen oder auch zu enteignen, wenn es notwendig sein sollte. Minister Habeck hat Gazprom Germania, nachdem Putin, sie kurzerhand verkauft und abzuzeichnen war, dass er sie eigentlich ganz aufgeben will, das Unternehmen, um uns zu schaden, schon in einer sehr entschiedenen Aktion innerhalb eines Wochenends unter Treuhänderverwaltung gestellt. Wir haben das LNG-Terminal-Beschleunigungsgesetz schon verabschiedet. Das bedeutet, dass wir schon zum nächsten Winter die ersten Floating-Terminals in Betrieb haben wollen, um eben auch hier in Deutschland direkt LNG, also Gas aus anderen Quellen, für die Diversifizierung anlanden zu können. Schon jetzt kaufen wir an LNG, was wir kriegen können, kann man, glaube ich, sagen, bisher eben über die LNG-Terminals in den Nachbarländern. Wir arbeiten gerade noch an einem Ersatzkraftwerksbereitstellungsgesetz. Das bedeutet, dass Kohlekraftwerke, die eigentlich nur noch in der Reserve sind, also gar nicht mehr im Markt laufen, im Zweifelsfall auch wieder in den Markt zurückgeführt werden, um eben noch auch im Strombereich weiter auf Gas zu verzichten. Ich fand aber auch Ihr Angebot gerade interessant, dass auch aus Ihrem Land noch Stromerzeugungskapazitäten zur Verfügung stehen könnten. So, das sind quasi schon eine ganze Palette an Gesetzen, die explizit unterstützen sollen, neben dem, was Minister Habeck in der Regierung macht. Das waren jetzt ja gerade nur die Gesetze, die Sachen, die wir als Parlament als Gesetze machen. Er arbeitet auch intensiv daran, den Weg zu beschreiten, unsere Energieversorgung anders zu versichern. Ein ganz, ganz wichtiger Teil für uns ist natürlich auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch hier arbeiten wir mit Hochdruck. Das hatten wir auch sowieso vorgehört, vielleicht zur Ehrlichkeit sozusagen dazu, weil wir natürlich auch für die Klimakrise die Unabhängigkeit von den fossilen Energieträgern, also
den Kampf gegen die Klimakrise, die Unabhängigkeit von den fossilen Energieträgern bauen. Wir haben einen sehr anspruchsvollen Ausbaupfad der Erneuerbaren, den wir gerade in diesen Tagen diskutieren, wollen wir in einem Gesetz festlegen. Es Plan ist, dass es in der nächsten Sitzungswoche fertig wird. Mal schauen, ob es so gelingt. Aber jedenfalls arbeiten wir auch hier mit Hochdruck dran, um auch hier eben noch wieder die Diversifizierung der Energieversorgung und auch die klimafreundliche Energieversorgung hinzubekommen. Und das Ganze dann auch, das ist noch ein anderes Gesetz, wo wir nebenher dran arbeiten, mit den notwendigen Maßnahmen zum Beispiel für den Ausbau der Stromnetze zu versehen, die auch deutlich beschleunigt werden müssen. Auch hier sehen wir jetzt eben schon die Schwierigkeiten des Krieges, des sehr martialisch-physischen Krieges, den Putin gegen die Ukraine führt, aber den er durchaus als Wirtschaftskrieg auch gegen Deutschland führt, in dem Versuch, uns über hohe Energiepreise maximalen Schaden zuzufügen, sehen wir zum Beispiel eben auch daran, dass es schwieriger ist, Reservekapazitäten im Nachbarländern zu Süddeutschland zu kaufen, weil natürlich alle Länder Schwierigkeiten haben und dass die Stromleitungen auch noch stärker belastet sind und die Notwendigkeit, hier schnell mehr Strom transportieren zu können, auch nochmal angestiegen ist. Ja, das sind also schon eine ganze Menge Dinge, die wir tun. So, ne? Damit wir auch noch zu den Fragen kommen, höre ich mal mit dem Punkt auf. Ich wurde aber auch gebeten, noch kurz was dazu zu sagen, wo die Herausforderungen sind. Also ein ganz großer Bereich ist natürlich auch, dass wir schlichtweg runterkommen wollen von dem hohen Verbrauch der Energien. Es gibt ein hohes Potenzial für Effizienz und Einsparungen. Das ist schwieriger zu heben, weil es viel mehr verschiedene Bereiche sind. Und ich würde sagen, hier könnte die direkte Verbindung ja zu dem Leid, das in der Ukraine passiert, dazu, was jeder Einzelne von uns, jeder Unternehmer, aber auch jede Privatperson tun kann, indem wir einfach weniger Energie verbrauchen. Ich glaube, der könnte noch bewusster sein. Und eine Herausforderung ist sicherlich auch, dass, Sie haben es gerade beschrieben, wir mit sehr, sehr hohen Energiekosten konfrontiert sind, die aber nur so ganz zeitverzögert bei den Konsumenten ankommen und dadurch diese direkte Verbindung, ja, die Preise sind deshalb so hoch, weil wir die Ukraine unterstützen wollen, vor allem aber auch, weil Putin diesen Wirtschaftskrieg gegen uns führt. Er hat es ja ganz deutlich gesagt, sein größtes Ziel ist, unsere Energiepreise so hoch zu treiben wie irgendwie möglich. Und das macht er durchaus mit einer chirurgischen Intelligenz, ja, da uns zu treffen, wo er nur kann. Dass aber diese Verbindung manchmal bei den Menschen gar nicht mehr da ist, weil ich glaube, der Wille, die Ukraine zu unterstützen und Putin die Stirn zu bieten, der ist durchaus da. Wenn aber die Energiepreise hochgehen und die Menschen haben das Gefühl, oh, das muss irgend so eine politische Fehlentscheidung sein, weil eben ein großer zeitlicher Zwischenraum ist zwischen Kriegsbeginn und wenn die Rechnungen dann endlich in den Haushalten auftauchen, dass das tatsächlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht einfacher macht an der Stelle. So, letzte Herausforderung ist, glaube ich, wie wir tatsächlich dahin kommen, dass wir nicht für die gleichen LNG-Mengen einfach immer mehr Geld bezahlen und dadurch auch immer mehr Geld an Putin überweisen, weil, wie gesagt, diese Weltmarktpreise ja durchaus dann auch Rückwirkungen haben auf die Geldmengen, die wir an Putin überweisen. Das Angebot an LNG, würde ich sagen, ist ja eigentlich komplett statisch, auch wenn die Preise hochgehen. Also wir sind in so hohen Preisregionen, dass sowieso alles, was gefördert werden kann, gefördert wird und auf den Markt gegeben wird an LNG. Aber da wir so ein bisschen versuchen, alles zu kaufen, was geht, um eben uns für den nächsten Winter abzusichern und so schnell wie möglich unabhängig von Putin zu werden, sorgt es so ein bisschen dafür, dass sich einfach die verschiedenen Käufer immer wieder überbieten und immer mehr Geld zahlen für genau die gleiche Menge LNG, die sie auch schon günstiger haben konnten. Ich glaube, hier brauchen wir auch noch intelligente Antworten, sowohl damit es für uns in irgendeiner Form bezahlbar bleibt, damit wir nicht unnötig Geld an Putin überweisen, aber auch damit wir da eine internationale Solidarität reinbekommen, weil diese hohen LNG-Preise treffen ja alle Länder und manche haben dann auch noch größere Schwierigkeiten, das zu bezahlen, also alle, die LNG abnehmen. So, das wäre vielleicht mein erster Einblick. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Ingrid. Für deinen Einstieg. Habe jetzt bisher nur eine Frage im Chat gesehen, kann nochmal dazu ermuntern, noch weitere Fragen zu stellen. Wenn ich das richtig sehe, richtet sich die Frage an Ingrid Nestle. Ich möchte aber mit einer Frage nochmal an Herrn Demtschenkov
beginnen? Mit Blick auf die Zusammenarbeit bei der bei den im Energiemarkt in Bezug auf mögliche gemeinsame Beschaffung, was die EU-Kommission jetzt vorgeschlagen und teilweise schon beschlossen hat, eine gemeinsame Energieplattform zu bilden. Was halten Sie aus ukrainischer Sicht davon? Kann das ein Weg sein, der auch die Energiesicherheit der Ukraine mit stärkt? Thank you so much for your question. Danke, gute Frage. Das ist in der Tat sehr wichtig zum jetzigen Zeitpunkt. Energiesicherheit erhöhen und die Energiesysteme so resilient wie möglich zu gestalten und Preise, die man sich leisten kann. Und wir denken jetzt auch an den Wiederaufbau nach dem Krieg. Wir haben viele Herausforderungen diesbezüglich im zur Kriegszeit jetzt noch umzusetzen. Wiederaufbau, Reparaturen in unterschiedlichen Städten. Aber wir denken bereits auch über den Aufbau nach dem Krieg nach. Und hier hoffen wir auf eine gute Zusammenarbeit mit Deutschland. Also, wir haben noch das mit den Altlasten der Sowjetperiode zu tun. Wir haben wenig Wirkungsgrad und deswegen können wir von der Energieeffizienz und der Erfahrung der deutschen Unternehmen so profitieren. Das könnte uns nach dem Krieg sehr hilfreich sein. Aber wir werden das Zeit und Geld unserer Partner nicht ausgeben oder ausgeben lassen für veraltete Einrichtungen. Wir wollen die neueste Technologien nach dem Krieg einsetzen. Und das ist eine Chance für die Ukraine. Wir können den Energiesektor in der Ukraine moderner wieder aufbauen. Fortschrittlicher, sparsamer, grüner, nachhaltiger als das, was es jetzt ist. Natürlich haben wir viele Herausforderungen. Und aus dem Grund haben wir Anfang April dieses Jahres zusammen mit dem Energiesekretariat des Energieausschusses und der EU haben wir den ukrainischen Energiestützungsfonds aufgelegt und der wird vom Energieminister präsentiert. Hier gibt es Einzahlungen auf ein Sonderkonto und Fondsziel ist es, verfügbare Finanzmittel von internationalen Geldgebern einzusammeln für den Energiesektor. Kapital wird bereitgestellt für Energieunternehmen, die Mittel im Moment nicht haben für ihre notwendigsten Beschaffungen zur Kriegszeit. In unserer Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine haben wir eine gute Zusammenarbeit. Jetzt warten wir auf die ersten Lieferungen aus Deutschland. Notwendige Notfallausrüstung, Ersatzteile. Wir arbeiten auch mit Deutschland zusammen
Im Zusammenhang mit der Gestehung von Wärme und Strom, das ist für uns sehr wichtig, hier Reparaturen vorzunehmen in dieser speziellen Kriegsperiode und Instandsetzungen. Unsere Energieeinrichtungen sollen vorbereitet sein für die Winterzeit. Das ist die größte Herausforderung, die sich uns jetzt stellt, uns für den Winter zu wappnen und dass wir genug Brennstoffe haben. Aber also alle Einrichtungen sollten dafür vorbereitet sein. Ich weiß, dass die deutsche Regierung die Entscheidung getroffen hat, diesen Fonds mit guten Mitteln auszustatten aus Deutschland, also zu dotieren. Und wir hoffen, dass die Beschaffungsagenturen unserer internationalen Partner hier nachziehen werden auf transparente Art und Weise. Wir werden Notfallbeschaffung starten. Also an dieser Stelle nochmal danke an die Regierung für diese Entscheidung, den Fonds mit Mitteln auszustatten, den Fonds des Energiesekretariats und nochmal danke auch an alle Unternehmen, unterschiedlichen deutschen Institutionen dafür, dass sie Ausrüstung liefern. Und wir sind hoffnungsfroh. Der Krieg wird irgendwann zu Ende gehen. In der nahen Zukunft. Und ich bin sicher, wir können neue Aktivitäten dann starten und eine bessere Ukraine aufbauen nach dem Krieg. Ja, danke. Das war's von meiner Seite. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie auch gleich auf die Zusammenarbeit, auf die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit, auch im Bereich der Energiepartnerschaft eingegangen sind. Jetzt haben wir eine ganze Reihe weitere Fragen. Mit Blick auf die Zeit würde ich aber den Großteil dieser Fragen doch erstmal noch in die späteren Runden verschieben wollen. Außer vielleicht jetzt die eine konkrete Nachfrage, die erste hier in der Liste, die sich an Ingrid Nestle richtete, zur Frage Abwägung zwischen Kohle und Atom als direkte Rückfrage zu deinem Einstiegsbeitrag. Welche Option ist die bessere? Mit Bitte um eine kurze Antwort, dass wir, genau, weil wir schon ein bisschen zeitlich im Verzug sind. Danke, aber du bist ja später in der Runde auch nochmal dann dabei. Mhm. Ja, die Frage stellt sich natürlich immer im realen Kontext und wir haben tatsächlich die Wahl nicht zwischen Kohle und Atom. Minister Habeck hat es, ich bin überzeugt davon, ernsthaft geprüft, ob es etwas bringt, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, und das bedeutet was für einen grünen Minister, das zu tun. Die Ergebnisse der Prüfung waren aber, dass wir gar keine neuen Brennstäbe besorgen können zum nächsten Winter, dass wir also höchstens die alten, die sind dann eben aufgebraucht, weil man ja abschalten, es sind nur noch 3 AKW, die noch am Netz sind, die gar nicht mehr am Netz sind, zurückzubringen, wäre extrem schwierig, weil schon entscheidende Teile abgebaut sind und man die eben auch nicht einfach so wieder kaufen kann, das Personal nicht mehr in der Form da ist. Die noch am Netz sind, länger laufen zu lassen, das wäre auch nur 5% von unserem Strom, weniger als 1% unseres Primärenergiebedarfs. Und wir könnten gar nicht mehr Strom produzieren, wenn wir die Laufzeiten verlängern, weil eben die Brennstäbe dann auch genauso ausgelegt sind, dass sie dann alle sind. Wir könnten höchstens verschieben, weniger Strom im Sommer, dafür noch was im Januar, Februar, März. Das hilft uns aber nicht, weil wir gar kein Speicherproblem haben. Ja, wir haben ja große Gasspeicher. Und wenn wir die füllen, dann sind wir auch schon sehr glücklich. Sondern wir haben ein Gesamtmengenproblem. Ja, wir haben ja die Sorge, dass wir die Gasspeicher nicht gefüllt bekommen zum Winter. Deswegen hilft es uns gar nicht, wenn wir jetzt im Sommer mehr Gas verstromen und dafür im Februar weniger, sondern es geht darum, wie viel wir insgesamt verstromen. Genau, also in dem Sinne hilft es gar nicht. Und für den Winter danach könnte man eventuell wieder Brennstäbe bekommen, wo auch viel aus Russland kommt wo dann auch gleichzeitig diese langen, großen Sicherheitsüberprüfungen wirklich mal stattfinden müssen. Die sind jetzt schon ausgesetzt worden, weil die AKW hier sowieso vom Netz gehen, wenn man die verlängert. Dann würden die wieder reinkommen. Also es wäre ein großer Aufwand. Das dauert auch sehr lange und deswegen sind wir zum Ergebnis gekommen, dass es schlichtweg nichts bringt.
Genau, ja, vielen Dank für diese Klarstellung. Die Frage taucht ja häufig auf, deswegen war es, glaube ich, wichtig, auch wenn es uns ein bisschen weggeführt hat, jetzt direkt von dem Gas-Thema, was ja hier im Fokus stehen soll. Damit möchte ich jetzt dann also zum zweiten Teil übergehen und ganz herzlich Dr. Kasimir Lorenz und Dr. Georg Zachmann begrüßen. Kasimir Lorenz, Energieökonom, Principal bei Aurora Energy Research, hat zuvor auch schon am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung war er tätig und hat dort geforscht. Und Georg Zachmann, Senior Fellow am Brüsseler Think Tank Bruegel, arbeitet dort zu Klima- und Energiepolitik, ist ausgewiesener Gasmarktexperte auch und hat seit 2007 die Ukraine-Arbeit der deutschen Beratergruppe von Berlin Economics aus sehr intensiv mitgestaltet und zuletzt unter anderem also auch das größere Programm Low Carbon Ukraine in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung mit umgesetzt. Also herzlich willkommen an Sie beide. Ich möchte als erstes an Herrn Kasimir Lorenz übergeben, um uns nochmal einen kurzen Überblick zu geben, was bedeutet ökonomisch der Gassektor für Deutschland und warum ist es so ein schwieriges Thema? Ja, bitte. Sie sind noch stumm gestellt jetzt. Mhm. Super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier mitzudiskutieren und unsere Analysen vorzustellen. Ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil das auch eine sehr große politische Dimension hat, die man nicht vernachlässigen kann. Gegeben der Komplexität des Themas habe ich gedacht, das einmal kurz zusammenzufassen, um danach auch entsprechenden Raum für die Diskussion zu lassen. Der wichtige Punkt ist, wenn wir Gasimporte und Gasverbrauch in Europa neu denken wollen, dass wir uns da eigentlich unterscheiden müssen zwischen einer kurzen Perspektive und einer langfristigen Perspektive, weil wir da eben einfach vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Die kurze Perspektive, und das haben wir jetzt ja auch schon ausführlich besprochen, ist eben die Problematik, dass wir russisches Gas ersetzen müssen. Auf der einen Seite, um natürlich da Finanzmittel, den Abfluss zu verhindern, also auf der anderen Seite auch einfach den Druck rauszunehmen in dem System. Und da ist LNG, also Flüssiggas, der Hauptweg, um da rauszukommen. Unsere Analysen haben gezeigt, dass ein aktueller direkter Stopp der russischen Gasimporte dazu führen würde, dass wir europaweit in diesem Winter wahrscheinlich Versorgungsengpässe haben. Und das wäre leider im nächsten Jahr auch noch der Fall. Also selbst wenn wir da alle Möglichkeiten ziehen würden, die wir als realistisch einschätzen, ohne gleichzeitig zu optimistisch zu sein, sehen wir da einfach eine Versorgungslücke. Die ist insbesondere auch weiterhin da, wenn wir diese LNG-Kapazitäten, die jetzt von der Bundesregierung auch besorgt werden und auch in anderen Ländern versucht werden zu besorgen, auch realisieren können. Das Problem ist dann natürlich, wenn wir zu wenig Gas haben, irgendwo muss das Gas abgeschaltet werden. Irgendjemand muss diesen letzten Schritt gehen. Und da fällt es dann am Ende wahrscheinlich auf die Industrie zu. Und wir würden jetzt damit auch davon ausgehen, dass wir da um die 2 bis 4 BCM in einem günstigsten Fall hätten. In einem schlechten Fall, also ein sehr kalter Winter, das muss man auch nochmal ganz offen dazu sagen, das Wetter spielt da leider auch eine große Rolle mit, sehen wir, dass da auch bis zu 11 BCM an Gas fehlen können. In Deutschland jetzt speziell, was zu starken Industrieabschaltungen führen würde, und eben dann auch zu den schon breit in der Medienlandschaft diskutierten makroökonomischen Effekten. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, extrem wichtig und auch sehr richtig, was jetzt durch die Regierung gemacht wird, dass wir wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, LNG-Importe, also Flüssiggasimporte zu ermöglichen. Da sind die Floating Terminals, also die schwimmenden Terminals, ein erster Schritt. Langfristig oder mittelfristig stationäre Terminals auch, weil das uns eben hilft, dann hoffentlich 2024 frühestens
wahrscheinlich eher, wenn man auf ganz Europa schaut, 2025 auch wirklich komplett unabhängig zu sein, ohne jegliche Nachfrageeinschränkung vornehmen zu müssen. Der zweite Punkt, den ich hier auch nochmal ganz klar darstellen wollte, ist, dass das jetzt die kurze Frist ist. Also wir werden kurzfristig zusätzliche Gasimporte brauchen, weil wir die Industrie, die ganze Ökonomie nicht so schnell umstellen können. Nichtsdestotrotz ist es ganz entscheidend und wichtig, dass wir Richtung 2030 einen anderen Weg gehen, dass wir nicht sagen, wir setzen voll und ganz auf Gas, sondern wir müssen voll und ganz auf Erneuerbaren setzen. Und das wird, glaube ich, auch von der deutschen Regierung und als auch von der EU auch schon so gesehen. Also wir haben in Deutschland die sehr ambitionierten Ziele, die in die richtige Richtung gehen. Wir haben in der EU mit dem Repower-Paket ja auch nochmal verstärkte Ziele gesetzt. Die sind natürlich auch sehr herausfordernd. Also wir sehen da, das sieht man unten rechts auf der Folie, Verdopplungs- oder Vervierfachung der historischen Ausbauzahlen. Das muss erstmal geschafft werden, aber das ist der richtige Weg, damit wir auch mittelfristig vom russischen Gas beziehungsweise vom Gas generell loskommen. Das ist aber etwas, was Deutschland nicht alleine schafft. Das muss europäisch passieren. Deshalb Repower auch der richtige Weg. Gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass das nicht allein der Stromsektor lösen kann, sondern wir müssen insbesondere im Wärmesektor als auch im Transport und im klassischen Industriefabrikationssektor natürlich diesen Transfer hinkriegen. Und da ist es essentiell, dass wir die entsprechenden erneuerbaren Ressourcen in Europa auch haben, um auf Gas verzichten zu können, um zu elektrifizieren. Und ja, insofern als kurze Zusammenfassung nochmal, kurzfristig wirklich große Herausforderungen, wo wir alle Hebel ziehen müssen, um LNG nach Europa zu bekommen. Das bedeutet sehr hohe Kosten weiterhin auch, die wir so oder so haben werden, weil die Unsicherheit, die wir gerade in den Gasmärkten haben, die führt natürlich auch zum großen Kostenplus und mittelfristig Richtung 2030 dann wirklich der entscheidende Punkt, stark auf Erneuerbare eigentlich zu setzen. Also da sieht man einfach, dass wir da nur mit viel Erneuerbaren auch aus dem Gas rauskommen, ohne jetzt auf andere Technologien wie Atomkraft und Ähnliches zu setzen, wo sich Deutschland ja aus guten Gründen dagegen entschieden hat. Vielen Dank soweit und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, danke vielmals für diesen sehr komprimierten Überblick, ja, und die Beschreibung. Genau, dann gebe ich das Ganze jetzt direkt mal weiter noch an Georg Zachmann. Wir haben jetzt ein bisschen den Problemaufriss gehört und in Richtung Ausbau der Erneuerbaren und Repower EU auch schon eine Bewertung, dass das auf jeden Fall langfristig in die notwendige Richtung geht. Vielleicht können wir jetzt nochmal, können Sie Ihre Perspektive vor allen Dingen nochmal richten, auch auf kurzfristigere Handlungsoptionen, wie wir jetzt auf dem Gasmarkt, was die EU tun kann, auch vor allen Dingen mit Blick auf das eigentliche Ziel, nämlich den Cashflow in Richtung Russland kurzfristig zu reduzieren. Welche Handlungsoptionen gibt es da noch? Smarte Instrumente, die teilweise eben auch in der Diskussion aufkommen und wie sind diese zu bewerten? Bitte, Georg Zachmann. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich werde wahrscheinlich ein bisschen Denglisch sprechen, weil ich mir die Vorträge auf Englisch vorbereitet hatte. Ich will mal mit dem Status quo, wie ich ihn sehe, anfangen. Also Russland hat seit letztem Jahr seine Gaslieferungen nach Europa schon deutlich zurückgefahren. Das waren im letzten Jahr so im Schnitt 3,2 Milliarden Kubikmeter pro Woche. Jetzt sind wir bei 1,6 Milliarden Kubikmeter pro Woche. Also es ist nur noch etwa die Hälfte, die Russland liefert. Es hängt ein Damoklesschwert über den übrigen Lieferungen. Russland hat mit diesem Rubelspiel ja quasi so eine Grauzone geschaffen, die es Russland ermöglicht, jetzt völlig intransparent zu entscheiden, wer jetzt noch Gas bekommt und wer kein Gas mehr bekommt. Ich denke, das hängt wenig mit dem Rubel zusammen, sondern es hängt vor allem damit zusammen, dass man jetzt eine Möglichkeit hat, eben ja, seine politische Macht auszuüben und Spiele da zu spielen. Und ja, wir machen das leider mit.
Ein vollständiger Stopp der Lieferungen aus Russland zum heutigen Tag wäre, ja, wie Kasimir Lorenz dargestellt hat, sehr schwierig. Gegenwärtig füllen sich die europäischen Speicher schnell, aber wir müssen sehen, dass etwa die Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger, dieser Einspeisung, die wir sehen, theoretisch auch quasi russische Flüsse sind. Also wir füllen mit einer Geschwindigkeit, ich glaube, von 3,6 Milliarden Kubikmeter pro Woche, 1,6 Milliarden kommen noch aus Russland. Also das würde sich quasi halbieren ohne die russischen Flüsse, die Speicherbefüllung. Und gerade in Ländern in Osteuropa, Österreich und teilweise Deutschland, würde es dann schon deutlich schwieriger werden, die Speicher voll zu bekommen, wenn wir diese russischen Gasflüsse nicht mehr hätten. Gleichzeitig, wie Ingrid Nestle gesagt hat, bezahlen wir Russland immer noch wahnsinnig viel Geld für die Energie. Also wöchentlich sind das mehrere Milliarden Euro für Öl und Gas. Und auch im Gasbereich sind das über eine Milliarde pro Woche. Und die Preise werden eben über dieses Rubelspiel, über die Rückführung der Mengen, über Schaffen von Unsicherheit versucht natürlich noch hochzuhalten. Und das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Situation, weil wir hier quasi am langen Arm verhungern werden lassen. Die werden immer weiter reduzieren und es wird halt zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel sein. Und wir müssen irgendwie gucken, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Wir wissen aber auch, dass Russland abhängig ist. Also die wollen gerne das Geld noch haben. Ansonsten hätten sie uns, glaube ich, schon deutlich stärker versucht, den Gashahn abzudrehen und uns versucht, stärker unter Druck zu setzen, weil ja auch jede Woche eigentlich in unsere Karten hineinspielt. Also wir füllen ja unsere Speicher noch damit und wir entwinden uns langsam dem russischen Druck. Und da ist jetzt die Frage, was wir da tun können. Und ich glaube, der erste Punkt muss unbedingt sein, dass die europäischen Gasfirmen, dass mir jeder Einzelne seine eigenen Verträge kontrolliert und versucht zu bespielen. Wie Ingrid Nestle gesagt hat, sind jetzt auch diese Preisnachführungsklauseln so, dass die neuen Preise jetzt eigentlich fast so hoch sind wie die Spotpreise. Da ist jetzt eigentlich nicht mehr viel davon zu gewinnen. Und es wäre jetzt meiner Meinung nach, auch nach dieser Rubelgeschichte, an der Zeit, dass alle Verträge unter einem Dach gepoolt werden. Das ist kein ökonomisches Spiel mehr. Das hat auch mit dem Rechtsstaat alles nichts mehr zu tun. Das ist kein marktliches Handeln mehr. Es handelt sich jetzt wirklich nur noch um ein rein politisches Spiel. Und das müssen wir auf unserer Seite auch politisch spielen. Und deswegen wäre ein Ansatz zu sagen, okay, wir nehmen quasi irgendeine Klausel, die Force Majeure für die Unternehmen bedeutet, die bedeutet, dass eigentlich die Verträge gekündigt sind mit Gazprom und wir bieten Russland dann etwas an, indem wir sagen, okay, wir würden euch 50 Milliarden Kubikmeter noch abnehmen, dafür würden wir euch 50 Euro pro Megawattstunde bezahlen, macht ihr immer noch einen super Deal, ist deutlich mehr als die 15 Euro pro Megawattstunde, die ihr in der Vergangenheit bekommen habt, aber es sind eben auch noch die 85 bis 100 Euro pro Megawattstunde, die wir zurzeit bezahlen. Es ist ja, ein Handel mit dem Teufel, aber es ist etwas, was meiner Meinung nach für uns immer noch besser wäre und für Russland tendenziell etwas schlechter wäre als die gegenwärtige Situation. Allerdings funktioniert das nur, wenn wir Russland überzeugen können davon, dass wir es auch ohne russisches Gas aushalten, weil ansonsten wir möglicherweise vor der Gefahr stehen, dass Russland uns den Gashahn abdreht, komplett, um einfach auch ein Exempel zu statuieren und vielleicht dann zu hoffen, dass einzelne Mitgliedstaaten aus der europäischen Einigung rausgebrochen werden. Also was müssen wir vorbereiten? Hat auch Ingrid Nestle schon gesagt, wie viel die Bundesregierung schon gemacht hat. Und also im Vergleich dazu, wie das am Anfang Februar aussah oder Mitte Februar aussah, wo alle noch sehr erstmal geschaut haben, was wir eigentlich wissen über unser Gassystem, ist wahnsinnig viel passiert. Und das ist auch ist beeindruckend mit dem Speichergesetz und vielen anderen Maßnahmen, wo auch die Grüne Partei über viele Schatten gesprungen sind, um das Richtige zu tun. Ich denke, wir müssen auf vier Ebenen noch unterwegs sein. Wir müssen versuchen, viele von den Flexibilitäten, die wir haben im System, die tendenziell konventionelle Flexibilitäten sind, die da sind, die aber aus gesetzlichen Gründen nicht
in den Markt geworfen werden, die müssen wir jetzt noch reinbringen. Die müssen wir jetzt reinbringen, weil wir müssen jetzt schon anfangen, Gas zu sparen. Das heißt eben, dass wir die Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke, die noch in den Reserven sind, jetzt schon an die ins Laufen bringen. Das heißt, dass wir jetzt versuchen sollten, auch diese Pipeline über die Pyrenäen irgendwie anzuschieben mit den Franzosen, dass wir irgendeinen Weg da finden, dass wir mit den Holländern darüber sprechen, dass sie doch noch mehr Gas produzieren aus ihrem Groningenfeld. Und ich glaube, da ist es aus deutscher Perspektive immer noch sinnvoll, dann zu sagen, ja, wir können eben auch noch Beiträge leisten. Wir machen, wenn das für die Kompromissfindung sinnvoll ist, machen wir auch diese Atomfrage nochmal auf und diskutieren die offen mit euch. Und dann muss eben jeder sagen, was er kann und welche Möglichkeiten sind. Aber dass man das eben nochmal, dass man die Diskussion öffnet und als Kompromiss versucht, mit den Partnerstaaten zu besprechen. Wenn ich mit Franzosen spreche, die sagen mir, nein, die Deutschen wollen ja nochmal irgendwie über ihre Atomkraftwerke reden. Warum sollen wir uns da hier mit dieser Pipeline beschäftigen? Die so dringend scheint es ja dann doch nicht zu sein. Der zweite Punkt ist, wir müssen versuchen, Dinge zu tun, die langfristig richtig sind. Und da sind wir mit Fit for 55 und auch den deutschen Maßnahmen auf dem richtigen Weg. Ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, ist Energieeffizienz. Ich denke, wir müssen allen Kunden die richtigen Preissignale geben. Und das heißt eben auch, die Stadtwerke müssen leiden unter hohen Preisen. Sie müssen Interesse haben, dann zu den Kunden zu gehen und zu sagen, hier, wir setzen euch einen Monteur hin, der euch hilft, den Boiler nochmal neu einzustellen, weil für uns ist es auch schwer, wenn ihr zu viel Gas verbraucht. Und ich glaube, da kann man noch deutlich mehr machen, dass eben auch die Preissignale durchgeschliffen werden zu den Letztkunden, der dann oder zu demjenigen, der da irgendwelche Handlungsoptionen hat. Die müssen merken, dass sie was davon haben, wenn sie Gas sparen. Da geht noch mehr. Ein dritter Punkt ist gemeinsamer Gaseinkauf. Da gibt es jetzt diese europäische Plattform, die ist aber nach meiner Wahrnehmung noch relativ hohl. Das ist noch eher in der Findungsphase, da hat man lange drüber nachgedacht, aber so richtig weiß man noch, was man damit machen kann. Wir werden bald einen Vorschlag veröffentlichen, wo wir sagen, zwei Punkte wären eigentlich interessant. Eines ist quasi diese deutsche Option mit diesem Gasspeicherbefüllungsbonus, den man dann auszahlt, dass man da sagt, das organisieren wir europäisch, damit wir eben auch koordiniert vielleicht erst die slowakischen Speicher mitbefüllen und dann Solidarität schaffen. Und der zweite Punkt ist, dass man koordinierter auf dem Weltmarkt auftritt. Also wenn jetzt alle nach Katar und sonst wohin fahren, dass es dann einen Landing Point gibt, wo das Gas ankommen kann, dass man dann vielleicht noch einen extra Markt schafft. Der LNG-Markt ist kein transparenter Markt. Da gibt es noch sowas wie die THE, die da irgendwie als Börse agiert mit Angebot und Nachfrage, die dann einen Preis bestimmen, sondern das ist ein sehr, sehr komplexes, intransparentes Ding. Und ich glaube, da gibt es eine Nische, die auch die Kommission oder die Europa da sinnvoll füllen kann. Und der letzte Punkt ist, wir müssen irgendeine Idee haben, was wir machen, wenn die Krise kommt, wie wir untereinander Gas aufteilen. Und hier glaube ich, dass dieser europäische Vorschlag, wir legen uns alle, jedes Land schlägt eine Liste vor, wen er zuerst abschaltet. Und in der Krise tun wir dann genau das und dann wird das schon irgendwie gehen. Das macht mir Angst. Also da habe ich das Gefühl, dass das nicht gut ausgehen wird, dass die Franzosen sagen werden, wir lassen unsere Industrie weiterlaufen und die bulgarische Oma ist uns jetzt mal egal. Und ich glaube, das geht es noch aus. Ich finde da die Idee, Marktsignale weiter agieren zu lassen, sinnvoll. Wenn man diese ganzen anderen Flexibilitäten, die ich benannt habe, reinbringt, glaube ich auch, dass der Markt ausreichend wird, um da genügend Mengen zu haben, die dann verteilt werden können und auch eingespart werden können. Und wenn Deutschland eben auch mit einer starken Unterstützung dieses gemeinsamen Einkaufes dann eben auch Geld ins System hineinbringt, dann könnte das vielleicht auch ein quasi Katalysator dafür sein, dass andere Länder diese Marktlösung akzeptieren. Und Deutschland profitiert massiv von der Marktlösung, weil wenn der Markt implodiert, wenn die Holländer uns kein Gas mehr rüberschicken und die Belgier und die Franzosen, dann sitzen wir im Winter im Dunkeln. Und deswegen, ich glaube, wenn wir da helfen können, den Markt zu katalysieren, indem wir in so ein gemeinsames Projekt mit eigenen Mitteln hineingehen, dann wäre allen geholfen. Das sind so ein bisschen so Gedanken aus der Brüsseler Bubble und würde mich auch freuen, das dann zu diskutieren. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr viele
Aspekte auch mit aufgegriffen. Ich möchte, ja, wir haben jetzt auch eine ganze Reihe von Fragen im Chat. Ich möchte mal aber anfangen nochmal mit einer Nachfrage an Kasimir Lorenz. Das Thema mögliche Stromimporte oder Exporte aus der Ukraine in Richtung Deutschland, auch um hier auszuhelfen. Das hat ja der Vizeminister Demtschenko vorhin als Option auf den Tisch gelegt. Was sagen Sie dazu? Wie realistisch ist das und welche Voraussetzungen bräuchte das auch noch technischer Art und in welcher Frist ist sowas denkbar? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat ein interessanter Vorschlag, der natürlich große technische Herausforderungen auf jeden Fall auch hat. Also wir hatten ja auch schon eine Synchronisation testweise Synchronisation des ukrainischen Netzes mit dem restlichen europäischen Netz. Also ich sage jetzt mal, theoretisch wäre das möglich. Praktisch hat das natürlich viele, viele Hürden, die wir da leider erstmal überspringen müssen. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir, was Erzeugungskapazität, sage ich jetzt mal, haben in Europa, haben wir ja, und das hat der Herr Zachmann ja auch schon angesprochen, wir haben eigentlich ja sehr viel Kapazität, die bereitsteht. Also das Thema ist hier Kohlekraftwerke, insbesondere in Deutschland. Auch wenn man jetzt ganz wichtig nicht den Kohleausstieg Richtung 2030 irgendwie in Frage stellen will, wir haben gerade viele Kapazitäten, die jetzt nicht sofort morgen funktionieren, aber ein Großteil von denen läuft noch. Die müsste man dann vielleicht erstmal nicht so schnell abschalten, beziehungsweise alte Kapazitäten erstmal reaktivieren. Da gibt es ja auch eben das angesprochene Gesetz aus der Bundesregierung. Ich glaube, das wäre erstmal eine einfachere Lösung, technisch wahrscheinlich weniger herausfordernd. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein Angebot, was auch eine gewisse Symbolwirkung hat, was man da auch nicht unterschätzen sollte. Wichtig bei dieser ganzen Frage, wir brauchen mehr oder andere Stromerzeugung. Ein Großteil des Gasverbrauches findet ja gar nicht im Stromsektor statt, sondern in den anderen Sektoren Wärme, jetzt natürlich im Sommer weniger, aber auch Industriesektor. Also das muss man auch mal mitdenken, dass wir, selbst wenn wir den Stromsektor ganz dekarbonisieren können, dadurch, dass wir die anderen Sektoren noch nicht elektrifiziert haben, da auch nur einen limitierten Hebel haben. Da ist dann natürlich wichtig, Gaserzeugung, die wir jetzt gerade noch haben, aus dem Markt zu drängen, insbesondere wenn es dann beispielsweise um Wärmeproduktion geht, also KAS, KWK. Das wird aber im Rahmen des Gesetzesentwurfs auch schon angedacht, dass man da Gasproduktion reduziert. Die Frage ist natürlich, wir machen das jetzt ja noch nicht, also im des Gesetzesentwurfs, so wie er quasi geleakt wurde in verschiedenen Medien, wird jetzt davon gesprochen, dass das erst umgesetzt wird, wenn es zu einem solchen Importstopp kommt. Wir hatten es ja vorhin besprochen, Frau Nestler hat das ja auch schon gemeint, wir haben ein Mengenproblem. Also wir können ja eigentlich genug speichern, also alles, was wir jetzt sparen, sparen wir auch für den Fall eines Importstopps. Also deshalb sollte man sich überlegen, ob man damit wirklich bis zu dem Problem wartet, ob man jetzt einfach schon anfängt und damit sich natürlich auch politische Verhandlungsmasse kauft, sozusagen. Genau, also das scheint mir überhaupt also ein sehr zentraler Punkt zu sein. Ingrid Nestler hat es gesagt, Georg Zachmann hat es auch schon gesagt, die Frage der Flexibilitäten und der Einsparmöglichkeiten. Und damit befassen sich ja auch einige der Fragen jetzt im Chat. Wofür verwenden wir eigentlich dieses Gas jetzt im industriellen Bereich? Für die Produktion von Einwegflaschen ist das so schlau? Für die Produktion von Plastik für Verpackungsmaterial. Deutschland verbraucht im Vergleich zu anderen EU-Ländern auch viel mehr Plastik für Verpackungsmaterial. Sind das nicht Dinge, die auf der Hand liegen, wo wir auch eine ganze Menge dann an Gas als Grundstoff dafür einsparen könnten? Und Georg Zachmann, Ist da wirklich das Preissignal als alleiniges Lenkungsinstrument geeignet oder braucht es da nicht doch politische Steuerung, was als erstes abgeschaltet wird, beziehungsweise welche Produktion, welcher Gaseinsatz als erstes auslaufen sollte, meinetwegen für bestimmte Chemikalien, die wir ohnehin auf mittelfristige Sicht für
im Rahmen der entsprechenden EU-Green-Deal-Strategien auslaufen lassen wollen, ja, im Sinne Kreislaufwirtschaft. Braucht es da nicht doch eine politische Steuerung oder wie viel Vertrauen können wir da in den Markt geben? Das wird nochmal als Rückfrage zu Ihren Ausführungen. Aber ich habe verstanden, Sie wollten auch die Frage Strom Ukraine auch noch kommentieren. Bitte schön. Ja, wir hatten uns im Rahmen des vergangenen Projekts immer mit dieser Synchronisierung beschäftigt und das geht gerade massiv schnell voran. Ich glaube, heute haben die Polen gesagt, dass sie die Reschow-Linie wieder aufmachen wollen. Und das ist eine 750 kV-Leitung, also sehr, sehr groß. Und Polen ist beeindruckend in der Krise. Ich glaube, dass alle, die sich mit dieser Ukraine-Krise beschäftigen, sehen das in allen Bereichen. Und auch im Energiebereich ist das eigentlich etwas, was Polen nie wollte, aus der Ukraine irgendwie Energie zu beziehen, weil sie damit sich ihren eigenen Markt kaputt machen. Und man sieht daran, wie proaktiv ein Land in so einer Krise unterwegs sein kann. Da werden alle Interessengruppen beiseite geschoben, weil man weiß, es hilft der Ukraine, wenn die Ukraine Geld verdienen kann, wenn sie den Strom exportiert. Es hilft uns, die Energieprobleme auf der kurzen Frist zu lösen. Und ich glaube, ich war vor 2 Wochen in Warschau und der Blick auf die Welt ist dort ein deutlich anderer als in Deutschland bezüglich dessen, was man machen kann und was man noch machen kann. Und ich kann man, glaube ich, auch einiges in die deutsche Debatte mitnehmen daraus. Zu der Frage Markt oder Nussmarkt, ja, ich glaube, es wird eben sehr kleinteilig werden. Und meine persönliche Vorstellung ist, aber Ingrid Nestle steckt da bestimmt viel, viel tiefer drin in dem Verständnis dessen, ist, jetzt die Bundesnetzagentur, da werden das wahrscheinlich Juristen entscheiden müssen nach irgendwelchen Vorgaben, welche Dinge dann abgeschaltet werden. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das nicht besonders effizient ist, wenn man da so eine Liste nach irgendwas, was man in Gesetzestext schreiben kann, dann von Juristen umsetzen lässt in irgendeine Liste und die dann irgendwie effizient sein soll. Weil dann da gibt es so viele Grauzonenbereiche, die ich mir gar nicht vorstellen mag. Also in meiner Wahrnehmung wäre eine marktliche Lösung einfach viel, viel sauberer, weil dann wird das Ergebnis höchstwahrscheinlich deutlich effizienter sein. Und wenn ein Unternehmen sieht, dass es irgendwie Methanol irgendwie gerade noch herstellt mit viel Erdgas und dass es dieses Methanol irgendwo in den USA für einen deutlich günstigeren Preis gibt, dann wird es sich irgendwie über kurz oder lang versuchen, damit zu versorgen. Und die Unternehmen wissen ja selber, was in unseren langfristigen Zielen drinsteht. Und wenn die Preise hoch genug sind, dann, ich glaube, eines der Probleme waren, dass die Preissignale für viele Unternehmen noch nicht durchgeschlagen sind, weil sie eben langfristige Lieferverträge hatten und Hedgingverträge und sich noch nicht so Gedanken darüber gemacht haben. Ich glaube, da muss Politik halt Sicherheit schaffen, wie das aussieht mit Gaslieferungen in der Zukunft. Und wenn wir da den Ausblick schaffen, ja, es ist eben nicht mehr wahrscheinlich, dass ihr in nächstes Jahr jetzt wieder das Gas für 15 Euro pro Megawattstunde bekommt. Ich glaube, dann wird es den Unternehmen auch leichter fallen, sich um Alternativen zu kümmern. Ja, vielen Dank. Also ich schlage vor, dann holen wir jetzt doch die Ingrid Nestle auch an dieser Stelle nochmal mit rein, weil das waren jetzt so viele Stichworte auch explizit an die Politik, die zur Steuerung dieses Prozesses der Gasflexibilität, des Hebens der Flexibilitäten auf dem Gasmarkt, politische Steuerung versus Steuerung über den Preis? Oder wie geht es am besten zusammen, Ingrid? Also vielleicht einmal vorweggeschickt, dass in der Bundesnetzagentur nicht nur Juristen sitzen, sondern viele verschiedene Disziplinen, bis hin zu Wirtschaftsingenieuren, die, glaube ich, genau, schon auch sich mit der Wirklichkeit befasst haben, nicht nur mit Gesetzen, teilen wir alle das Ziel, ja, dass wir nie in die Situation kommen, dass die Bundesnetzagentur entscheiden muss. Die Bundesnetzagentur bereitet sich vor, so gut sie kann, für den Fall, dass es uns einfach nicht mehr gelingt mit marktlichen Instrumenten, dass einfach Angebot und Nachfrage sich nicht mehr treffen, ja, dass irgendetwas passieren muss und dass das Gas, das nicht mehr reicht, dass der Markt klären kann, aber dass trotzdem eben in Teilen noch da ist, dass das irgendwo hinkommt, wo es dringend gebraucht wird.
Insofern können wir das, glaube ich, einfach nicht ausschließen, dass wir in die Situation kommen. Und deswegen versuchen wir, sie so gut es geht vorzubereiten. Ja, aber ich teile voll und ganz das Ziel, dass es das zu vermeiden gilt. Und ich finde auch, dass da marktliche Mechanismen gut sind. Die müssen nur jetzt eben auch noch fertig entwickelt und weiterentwickelt werden. Und genau, wir machen ja sowieso ein Putin-Wirtschaftskrieg gegen uns Gesetz pro Monat gefühlt und vielleicht ist es eines der nächsten. Aber genau, das ist noch nicht fertig, aber das ist eine der zentralen Fragen, glaube ich, wie wir den Gasmarkt hier weiterentwickeln. Ja, dann möchte ich nochmal auch mit Blick auf die Fragen im Chat das Thema LNG nochmal vertiefen. Der Rahmen, der jetzt gesetzlich gesetzt ist, der erlaubt ja doch eine sehr große Zahl von neuen LNG-Terminals. Wie groß ist die Gefahr, dass wir uns damit in eine neue Abhängigkeit dann begeben, wissend, dass das eine sehr große Investition bedeutet, die sich ja auch dann rentieren müssen? Und ist das nicht ein Widerspruch zu den Dekarbonisierungszielen, ja, und zu den Zielen genau von dem Erdgas und in der Industrie als Rohstoff auch zunehmend wegzukommen. Ich weiß nicht, Herr Lorenz, ob Sie dazu sich äußern wollen und dann auch gerne natürlich noch Georg Zachmann. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist eine Frage, die sehr wichtig ist, die man sich auch stellen muss. Provokant zurückgefragt, bevor wir jetzt noch auf die technischen Details eingehen, was ist unsere Alternative, wenn wir diese LNG-Terminals jetzt nicht bauen, beziehungsweise die Floating-Devices, die kommen ja auch. Unserer Berechnung nach brauchen wir beides. Lösen wir uns ja nicht von der Abhängigkeit. Und wir brauchen, auch wenn sie wir nicht für die nächsten 30 Jahre hoffentlich brauchen, brauchen wir sie auf jeden Fall für die nächsten 10 Jahre, muss man ja ehrlich sagen. Die wichtige Frage ist dann, um dann es jetzt auch technischer zu machen natürlich, was steht dann dahinter? Also das eine sind ja die Terminals, wo das Gas ankommt. Das andere sind ja auch Lieferverträge. Also wir müssen das Gas auch zu uns bekommen. Und da gibt es natürlich die Variante, dass man das Gas kurzfristig einkauft, die sogenannten Spotmärkte. Das ist ja auch das, wo Europa jetzt quasi versucht, das gesamte Gas, was noch verfügbar ist, auf den Spotmärkten einzukaufen. Wie funktioniert das? Das sind natürlich sehr hohe Preise, sind wir bereit zu zahlen. Und das Gas gibt es natürlich woanders nicht. Also wir haben jetzt die Flexibilität der LNG-Produktion hat auch ist begrenzt. Die kann jetzt nicht kurzfristig extrem steigen. Wir gehen schon davon aus, dass LNG-Verfügbarkeit mittelfristig auch steigen wird. Aber Deutschland oder Europa zu sagen, wir setzen jetzt rein auf diese Spotmärkte, das wäre meiner Meinung nach ein zu großes Risiko. Und wir müssen wahrscheinlich auch langfristige Lieferverträge eingehen. Und da ist dann, glaube ich, auch die Herausforderung zu sehen, wie können wir diese Lieferverträge so gestalten, dass wir da nicht neue Abhängigkeiten oder Lock-in-Effekte erzielen, beziehungsweise wie weit solche Lieferverträge dann natürlich auch, das ist natürlich auch das Ziel, Richtung Wasserstoff und Ähnliches auch umgemünzt werden können. Das vielleicht erstmal als Kommentar vorneweg. Mhm. Herr Zachmann hatte auch einen Kommentar. Genau, dazu gerne auch noch Ihr Kommentar, Georg Zachmann, und vielleicht wirklich auch mit Blick auf die Wasserstoffkompatibilität dieser neuen Infrastruktur. Das geistert ja auch immer durch die Diskussion und steht jetzt ja auch in unserer Fragenliste mit drin. Mhm. Ja, also ich glaube, Kasimir Lorenz hat das ja recht klar gemacht. Wir müssen halt irgendwie sehen, dass wir möglichst knapp über diese Hürde drüber springen, die wir jetzt haben, und eben uns versuchen, das besonders lang da irgendwie zu binden an Dinge, die wir nicht mehr haben wollen. Und ich glaube, die Floating Terminals sind im Prinzip ein No-Brainer bis auf die Frage, wo man die in Europa vor Anker gehen lässt. Also macht es Sinn, die alle jetzt irgendwie in die Nordsee zu packen, wo wir in der Nordsee ja schon gewisse Kapazitäten haben? Oder hilft es auf europäischer Sicht noch ein bisschen mehr auch zu schauen, dass man die eben auch in der Ostsee oder in der Adria parkt?
die bei LNG-Terminals, also ich meine, in der Vergangenheit war es so, wir haben immer versucht, volle Infrastruktur zu beschaffen. Also Infrastruktur, die eigentlich direkt gefüllt ist mit einem Supply-Vertrag. Und das war eigentlich meiner Meinung nach schon immer ein Fehler. Also wir haben eigentlich immer versucht, nicht zu viel zu haben und keine Redundanz zu haben. Und das Gegenstück dazu haben die Balten gemacht mit ihrem Klaipeda-Terminal, was sie quasi als leeres Terminal gebaut haben und dann weiterhin russisches Gas bezogen haben, aber eben immer dieses Backup hatten. Und das war, glaube ich, war erstmal teuer, aber hat sich für die baltischen Staaten jetzt massiv ausgezahlt und hatte sich damals schon ausgezahlt, weil es für Wettbewerb gesorgt hat. Also insofern, ich bin festen Terminalismus komplett entgegengestellt. Ich denke auch, dass die Zahlen, die zirkulieren, jetzt ein bisschen zu hoch sind, weil so ein 1-zu-1-Matching für russisches Gas macht für mich noch ganz Sinn. Aber weil wir werden eine deutlich geringere Nachfrage in Europa sehen. Die Preise werden hoch bleiben und die Nachfrage wird einbrechen nach Erdgas. Das wird relativ schnell gehen, ist meine Hypothese, weil es macht keinen Sinn, dass sich die Industrie in Europa mit viermal so teurem Erdgas die gleichen Produkte herstellt wie die USA. Die wird sich einfach verlagern. Wir können dagegen ansubventionieren. Wir haben die letzten 40 Jahre dagegen ansubventioniert, aber jetzt wird es richtig teuer. Und ich glaube, das wird sich kein Staat, muss mal Deutschland, leisten können und wollen. Deswegen würde ich vermuten, dass dann Teil dieser Grundstoffindustrien, die besonders energieintensiv sind, sich eben ja einfach aufgrund der Kostenstruktur aus Europa verabschieden werden. Und die Frage ist natürlich, was dann die Industrielobbyisten dann sicherlich die Politik immer fragen: Könnt ihr uns noch eine Brücke für 5 Jahre bauen, bis dann Wasserstoff da ist? Und dann wird die Brücke 15 Jahre lang und dann subventionieren die Kunden eben 15 Jahre lang die energieintensive Industrie mit einem Faktor 4 des Gaspreises. Das ist eine politische Entscheidung, aber ich bin mir ganz sicher, dass ein Ökonom das gutheißen muss. Und zu der Wasserstofffrage: Ja, Wasserstoff wird in bestimmten Sektoren eingesetzt werden, aber natürlich nur in den Mengen. Also wir werden halt im Wärmesektor kein Wasserstoff einsetzen. Das hat der Patrick Reichen auch jetzt mehrfach sehr deutlich klar gemacht. Und ich glaube, das sehen fast alle Ökonomen auch so. Deswegen ist die Frage, wofür wird Wasserstoff eingesetzt und wo wird er dann angelandet? Brauchen wir davon diese riesigen Mengen? Ich bin vielleicht ein bisschen weniger überzeugt als der deutsche Diskurs hier. Und ich denke auch, dass diese Diskussion darum eigentlich, also für mich ist die Frage, die nächsten 2 Winter hier zu überstehen und dann zu gucken, wie sich das neu sortiert mit Elektrifizierung im Wärmebereich und im Gas aus dem Strombereich rauszukommen und in der Industrie eben mit Verlagerung, inwiefern dann Wasserstoff dann so ein riesiges Thema mit wie viel 1000 Terawattstunden oder sowas sind, das glaube ich eben eher nicht. Letzte Frage jetzt hier in dieser Runde, auch mit Blick auf die Fragen im Chat. Biomethan wurde da noch angesprochen. Welche Rolle spielt Biomethan? Wie verändert, würde ich jetzt nochmal ergänzen, die gestiegenen Preise, wie stark verändern die jetzt auch den Zeithorizont für eine Einführung der Alternativen wie Wasserstoff und andere Derivate oder andere Alternativen auf erneuerbarer Basis? Die werden ja durch die gestiegenen Preise einfach dann schneller rentabel. Kann uns dieser Effekt hier noch eine Beschleunigung erbringen? Das vielleicht als letzte Frage. Ich weiß nicht, wer dazu antworten kann, Herr Lorenz, Herr Zachmann. Kurzer Kommentar vielleicht. Also Biomethan hat natürlich Potenzial. Wir sehen natürlich irgendwie, dass das ganze Biogas, was jetzt zumindest in Deutschland ist, das ist oft aus der dezentral produziert, wird häufig direkt verstromt. Da fehlt sozusagen noch die Infrastruktur, das irgendwie auch nutzbar zu machen. Meines Wissens nach ist da beispielsweise Dänemark wesentlich weiter. Die haben da ein Fünftel und die wollen das bis auf ein Viertel erhöhen, haben natürlich aber auch einen generell wesentlich geringeren Gasverbrauch. Ich glaube, biomassebasierte Kraftstoffe und so weiter, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussionsgrundlage, die wir jetzt natürlich auch unter dieser Nahrungsmittelknappheit halt irgendwie sehen müssen. Also wie weit sind das auch wirklich nachhaltige
Biogasprodukte, also nachhaltig hergestellte Biomasse bzw. Biogas. Ich sehe es eigentlich ähnlich, dass wir jetzt nicht in so eine Welt kommen sollten, wo wir sagen, naja, okay, wir haben jetzt kein Gas mehr, wir nutzen jetzt Biogas oder Wasserstoff. Wir müssen uns schon überlegen, dass die Produkte teurer sind und wir die wesentlich weniger einsetzen sollten. Und dann, meiner Meinung nach, das kann eine Zusatzlösung sein, das kann aber nicht die gesamte Lösung sein. Und wir sollten da wirklich, wenn es jetzt um langfristige Projekte geht, langfristige Investitionen, wirklich in die Elektrifizierung der verschiedenen Sektoren denken, weil die Elektrifizierung von Wärmesektoren beispielsweise, das gibt extreme Flexibilitätspotenziale, genauso auch im Transportsektor, die wir aber wieder im Stromsektor auch brauchen, um auch viele Erneuerbare integrieren zu können. Und die Frage, wie viel Wasserstoff wir dann auch beispielsweise der Biomethan nutzen werden, ich glaube, das ist eine Sache, wo es noch sehr, sehr viel Diskussionsbedarf gibt. Also da sehen wir auch unterschiedliche Sichten. Hat die Bundesregierung eine Sicht. Ich habe das Gefühl, gewisse Unternehmen sehen das aber wiederum ganz anders, die da mit noch nicht diese Selters versus Sekt-Diskussion um den Wasserstoff abgeschlossen haben. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend in den nächsten Jahren, würde ich sagen. Gut, abschließender Kommentar, Georg Zachmann, zu dem Thema, wenn Sie wollen, wenn noch was zu ergänzen ist. Nicht an der Stelle. Okay, dann bedanke ich mich jetzt zunächst für diese Runde bei Kasimir Lorenz und Georg Zachmann und würde dann übergehen zu dem angekündigten dritten Teil, wo wir uns nochmal politisch-gesellschaftlich mit der Frage beschäftigen wollen. Dafür begrüße ich jetzt erstmal Jewgenia Sasiatko. Sie leitet das Klimaschutz und Mobilitäts- und Transportbereich bei EcoAction, dem Zentrum für Umweltinitiativen in der Ukraine, eine der führenden Umweltorganisationen in der Ukraine, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in dem Bereich tätig sind. Und an der Stelle auch wirklich nochmal explizit vielen Dank für den Impuls jetzt auch zu dieser Veranstaltung, der ja auch maßgeblich von eurer Seite, von EcoAction, kam. Also vielen Dank dafür. Außerdem jetzt in dieser Runde dabei Olena Osmalowska, Direktorin im Reform Support Team im Energieministerium der Ukraine seit 2021, hat zuvor auch in verschiedenen Managementpositionen noch bei Naftogaz Ukraine gearbeitet. Also auch herzlich willkommen an Sie beide. Und auch Ingrid Nestle nehmen wir dann gleich in die Fragerunde hier dann auch nochmal wieder mit rein. aber zunächst jetzt möchte ich als erstes das Wort an Jewgenia Sasiatko geben. EcoAction hat sich um die Bildung einer Koalition von ukrainischen zivilgesellschaftlichen Gruppen bemüht und hat eine Koalition von 45 ukrainischen Organisationen zusammengestellt, die auch die internationale Stand with Ukraine-Kampagne gestartet hatten, einen globalen Aufruf, dem sich sehr viele internationale Organisationen angeschlossen haben, ein Aufruf zum Stopp der Öl- und Gasimporte aus Russland. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass Sie jetzt diesen Impuls nochmal vorstellen und wie Sie an der Stelle jetzt auf die praktischen Probleme blicken, die damit verbunden sind, die wir eben diskutiert haben, ja, was die Konsequenzen und die Problematik dann in der praktischen Umsetzung einer Reduzierung dieser Gasabhängigkeit ist und wie ist mit diesen Dilemmata dabei auch dann umzugehen, wie zum Beispiel die,
die Frage, dass wir mehr auf Kohle wieder zurückgreifen werden müssen, wenn wir auf das Gas verzichten, auf das russische Gas verzichten wollen, diese Abhängigkeit, uns von der Abhängigkeit lösen wollen. Ja, bitte, erstmal die Gelegenheit an Sie für Kommentare Ihrerseits zu der Frage. Good afternoon, thank you. Can you hear me now? Because I think I heard the German. Guten Abend. Entschuldigung, ich glaube, da war gerade eine Doppelung. Ich kann Sie hören. Ja, jetzt ist es möglich. Oh, vielen Dank. Ich werde also gleich anfangen. Wir sind also Eco-Action. Es geht also um Umweltpolitik, um die Ziele in der Ukraine. Und also die Ukraine hat sich sehr stark entwickelt diesbezüglich im letzten Jahr. Es wurde also sehr viel geändert. Wir haben eine neue Priorisierung und nach dem Krieg, also nachdem der Krieg begonnen hat, haben wir also gesehen, dass es da viel Potenzial gibt und dass wir das nutzen können, um das auch für ein Ende des Krieges zu verwenden. Und also diese Umweltangelegenheiten sind natürlich nicht nur eine ukrainische Angelegenheit. Und Stand with Ukraine wurde ja schon erwähnt. Es ging ja auch um die Bündnisbildung. Es ging um morgen zum Beispiel, sind es genau 100 Jahre, dass in der Ukraine Krieg herrscht. Und diese Koalition, diese Initiative wird also dazu eine Erklärung abgeben, also in Bezug auf die Forderungen, die wir erheben. Das ist also, es gab schon einmal eine Erklärung in den ersten Wochen, nachdem sich also dieses Bündnis gebildet hatte. Und jetzt wird das Bündnis von 800 Organisationen weltweit unterstützt aus mehr als 60 Ländern. Also wir haben eine großartige, weit angelegte Unterstützung aus der ganzen Welt. Und das ist sehr, sehr wichtig natürlich. Und der Welt zu zeigen, was hier passiert. Und es gab also Veranstaltungen. Und es wurde also gefordert, den Handel einzustellen, Investitionen in Energieunternehmen einzustellen. Das wurde nicht immer so befolgt. Also es ist wichtig, dass wir da weitermachen, dass es also einen Bann gibt, ein Verbot gibt, also in Bezug auf russisches Gas und russische Kohle und auch natürlich ein Wandel zu einer sauberen einer Energie weltweit. Und dann geht es auch um Sanktionen von denen, die also von Russland kaufen. Es geht also auch um Logistikunternehmen und das ist auch ein wichtiges Thema. Wir haben Zusammenarbeit, also natürlich auch in Bezug auf das Klima. Es geht um eine grüne Energiewende, um eine gerechte Wende. Also das ist auch ein wichtiges Thema für uns. Also wir arbeiten auch zum Thema Energieeffizienz und auch mit Bezug auf die EU, aber wir haben auch eine weltweite Perspektive. Es würde uns also sehr helfen. Also es ist natürlich wichtig, dass wir Hilfe erhalten. Also Hilfe zu erhalten ist für uns extrem wichtig. Und wir wollen natürlich trotzdem aber extreme Auswirkungen wegen des Klimas vermeiden. Und also fossile Brennstoffe sind da ein Thema. Es geht um die Konsequenzen, die wir sehen. Wir sehen Konsequenzen des Klimawandels in der Ukraine. Das ist also auch ein Thema. Also die grüne Wende, Energieeffizienz für Deutschland, für die EU, das
ist etwas, das absolut möglich ist. Und Sie können ein Beispiel sein für viele andere Länder. Sie können ein Beispiel sein für Partnerschaften. Und dann ist auch wichtig, darüber zu sprechen, dass man nicht zu anderen Energieformen wechselt, zu anderen Energiequellen wechselt, zu anderen Regionen, die Deutschland und die unterstützen und dann wieder das Thema Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu erzeugen. Dann geht es auch um politische Fragen, die Zusammenarbeit möglicherweise mit Diktaturen. Und da ist wieder eine Lösung, an der wir arbeiten, die wir für sinnvoll haben, also eine grüne Energiewende zu haben. Es gibt da auch noch eine zweite Dimension, 2021. Da ging es also um Energieunternehmen und die großen Gewinne, die sie erzielt haben im Laufe des Jahres. Es geht da um Milliarden. Und jetzt sehen wir natürlich eine Redimensionierung. Und wir reden hier von Gewinne von 14 Milliarden zum jetzigen Datum. Und diese Unternehmen machen also weiterhin Profite. Und das unterstützt natürlich die Eskalierung des Krieges in der Ukraine. Und das führt auch zu einer Verlängerung des Krieges. Und wir sehen natürlich, in der Ukraine sterben deswegen Menschen. Die Sanktionen, es gibt also ein Paket von Sanktionen, also 6 genau, und wir sprechen also von 54 Tagen. Morgen haben wir also den 100. Tag des Krieges, und es ist also auch ein Thema, dass wir schnelle Entscheidungen haben, dass wir also solche Regime nicht weiter unterstützen und diesen Krieg so schnell wie möglich beenden. Und ich glaube, das ist es dann auch schon alles von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Jevgenia. Und vielen Dank, Jevgenia, für diese Perspektive. Jetzt hat Olena Osmalowska das Wort. Auch dir herzlich willkommen oder Ihnen. Wir haben bereits sehr viel gehört. Herr Demtschenkov hat bereits ausführlich darüber berichtet. Die Perspektive seitens der ukrainischen Regierung. Aber ich würde gerne noch von Ihnen mehr erfahren zu der Frage, Einsparungen, vielmehr die Effizienz der bestehenden Sanktionen, inwiefern wirkt sich das aus auf die russische Wirtschaft, auf die russische Handlungsfähigkeit, wenn es um diesen Krieg geht? Der deutsche Minister für Wirtschaft und Klimaschutz hat heute gesagt, dass es so peinlich ist, dass Deutschland nach wie vor noch russisches Öl und Gas kauft. Und dem muss so schnell wie möglich ein Ende gesetzt werden. Gleichzeitig wirken sich dennoch die Sanktionen gewissermaßen aus. Das hat er auch festgestellt. Glücklicherweise sehen wir jetzt schon den Effekt, dass Russlands Kaufkraft gesunken ist, wenn es um Produkte auf dem Weltmarkt geht. Also Frage an Sie, sind wir auf dem richtigen Weg hier? Und wie ist Ihre Sichtweise dazu? Was sind Ihre potenziellen Instrumente, die Sie gerne sehen würden, damit das Ganze noch effektiver, wirkkräftiger wird in Anbetracht der Umstände, der schwierigen Umstände? Die
denen wir insbesondere auf dem Gasmarkt ausgesetzt sind. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, KollegInnen. Ich bin mir der Zeit sehr bewusst und ich werde versuchen, so kurz wie möglich zu reden. Jetzt zur Frage, funktionieren die Sanktionen? Russlands staatliches Haushaltseinkommen aus Öl- und Gaseinkommen sind jedes Mal 30% gestiegen gegenüber dem Vorjahr, allein in den ersten 4 Monaten. Das heißt, die profitieren außerordentlich von den stark gestiegenen Öl- und Gaspreisen. Öl ist wichtiger als Gas in Bezug auf das Einkommen. Auf Öl entfallen 80% des Haushaltseinkommens aus dem russischen Öl und Gas. Das heißt, wir begrüßen Deutschlands Entscheidung, hier auf das Pipeline-Öl freiwillig zu verzichten bis zum Ende des Jahres. Denn 3 Länder in Europa, Polen, Niederlande und Deutschland, kaufen so viel Öl wie China von Russland. Und wenn diese 3 Hauptkäufer sich zusammenschließen und Nein sagen zum russischen Pipeline-Öl, dann wird das natürlich den Einkünften aus dem Ölhandel von Russland einen schweren Schlag versetzen. Jetzt Gas, da ist das Nein natürlich sehr viel schwieriger und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Auf der Folie sehen Sie die Realitäten abgebildet auf dem Gasmarkt, der Gasmarktintegration in Europa. Baumgarten Area nennen wir diesen Bereich hier wegen des Bereiches Baumgarten in Österreich. Warum ist dieser Bereich so oder diese Region so wichtig? Das sind die Regionen in der europäischen Gaskarte, die abhängig sind von physikalischem russischem Gas. Diese Gebiete sind schlecht angebunden an andere Gebiete und oft schaut man sich nicht die regionale Basis an. Sehr oft schauen sich die Leute die Verbindungen zwischen den internationalen Ländern, aber wir haben sehr viele Engpässe, auch innerhalb von bestimmten Ländern. Und dazu gehört auch Deutschland. Sie haben wahrscheinlich gehört, es gibt beim Gasmarkt eine Unterscheidung zwischen Nord- und Süddeutschland. Und das ist jetzt nicht nur eine Benennung. Es gibt wirklich eine schlechte Anbindung zwischen den beiden Teilen des deutschen Netzwerkes. Das sind nur 5 bis 6 BCM, die transportiert werden können von Nord nach Süden. Und im Süden, also Bayern und Baden-Württemberg, das sind 2 Regionen in Deutschland, die sehr stark auf die physischen Lieferungen des russischen Gases angewiesen sind. Wie geht man damit um? Es gibt 2 Eingangspunkte, die notwendige große Kapazität hat. Der traditionelle Zugangspunkt war über Ukraine, Slowakei, und das hat das Gas nach Deutschland gebracht über die Nordosttrasse. Und dann Nord Stream 1 war dann die 2. Trasse. Nord Stream 1 ist die Unterwasser Leitung, die das an die Connection Points bringt, und von da reist dann das Gas durch die Pipeline. Und jetzt haben wir noch eine weitere Pipeline, auch EUKOL, also 2 Pipelines verbinden das Meer mit dem Süden Deutschlands. Wir sagen auch der deutschen Regierung, wenn man sich vom russischen Gas unabhängig machen möchte, muss man zuerst das Problem des südlichen Teils Deutschlands lösen. Hier hat man nicht viele Alternativen. Und Lieferung von anderem Gas ist schwierig. Und das ist, also diese beiden Pipelines gehören aber nicht Gazprom. Die gehören einem Konsortium, einem Syndikat aus europäischen Unternehmen. Gazprom war einer der Holder in diesem Konsortium, aber jetzt unterliegt das der Bundesnetzagentur, und jetzt ist die deutsche Regierung zusammen mit anderen Partnern voll verantwortlich für diesen Teil der Infrastruktur. Wir können jetzt zur nächsten Folie.
Es gibt zwei LNG-Projekte in Deutschland, eines in Wilhelmshaven, eins in Brunsbüttel. Diese Projekte sind angebunden an den nördlichen Teil des deutschen Netzes. Selbst wenn sie zusätzlichen Zugang bieten zu neuen Gaslieferanten für Deutschland, dann beliefern sie zunächst einmal den nördlichen Teil Deutschlands, der bereits mit alternativen Anbietern gut angebunden ist. Abgesehen davon konkurrieren wir dann mit anderen Terminals in den Niederlanden und Belgien etc. Aber wir schlagen der deutschen Regierung vor, ein LNG-Terminal in Dublin zu machen für LNG-Gas. Das wird dann da angeliefert über diese beiden Pipelines, über den Süden Deutschlands, Tschechische Republik, Österreich, Norditalien, Slowakei, Ukraine, Moldova und hier ist man also abhängig von physikalischen Molekülen aus Russland und da hat man dann Zugang zu alternativen Gaslieferungen über diese Lubmin-Gas-Terminal. Ich denke, was wäre eine einzige Maßnahme, die Situation am stärksten verändern würde, dann wäre das diese Maßnahme, die Anbindung der beiden bestehenden sehr gut funktionierenden Pipelines, um den Süden Deutschlands an ein neues LNG-Terminal anzubinden. Jetzt Investitionen. Und ob man jetzt bei Gas festgelegt ist und sich nicht auf grünere Energien in der Zukunft, also die Investitionen, die in Terminal erforderlich sind im Vergleich zu den Preisen, die wir im Moment für russisches Gas zahlen, ist wahrscheinlich nur eine Investitionssumme von einigen Monaten. Das amortisiert sich relativ schnell, die Investitionen in diese Terminals. Weitere Maßnahmen, die wir vorschlagen, während man an der Diversifizierung der physikalischen Lieferungen arbeitet, könnte man als Staat auch einige finanzielle Restriktionen auflegen, also wie viel Geld Russland aus dem Öl- und Gashandel kriegt. Einfachste Option wäre zum Beispiel eine Abgabe auf importiertes Öl und Gas aus Russland, wenn man weiterhin Öl von Russland bis zum Jahresende kauft, dann könnte ein Zoll eingeführt werden, damit Russlands Bareinkünfte geschmälert werden. Beim Öl ist die Situation schwieriger, denn Gas könnte Öl auch umschichten in andere Märkte. Das würde natürlich weitere Transportkosten verursachen. Beim Gas ist die Situation relativ einfach. Das Gas wird Russland irgendwo anders los, nur auf dem europäischen Markt. Die haben nicht die Kapazität, um das Gas aufzubereiten, auf jeden Fall kurzfristig nicht. Sie haben keine Pipeline nach China, die Kapazität, dieses Gas umzuwandeln in LNG und es auf dem Schiffsweg zu verschiffen, ist auch sehr begrenzt. Das heißt, Russland hängt beim Gas mehr von Europa ab als Europa von Russland. Wenn Europa beschließt, einheitlich zu handeln, also abgestimmt zu handeln und zu sagen, wir kaufen dieses Gas auf zentralisierter Basis, dann kann Europa die Konditionen diktieren, egal was sie angemessen erachten. Wie Georg gesagt hat, das wäre eine Option, ein gemeinsames Konsortium, da können Sie dann die Preise Gazprom und Russland diktieren, also für den Fall, dass Europa und Deutschland gemeinsam das Gas kaufen würden. Das sind die Maßnahmen, die am meisten bringen würden, wenn es darum geht, dass Russland nicht mehr diese super riesigen Einkünfte aus dem Öl- und Gashandel erhalten kann. Und das würde die Versorgungssicherheit weder von Deutschland noch von anderen europäischen Mitgliedsländern unterminieren. Okay, das war's. Und jetzt freue ich mich auf die Fragen. Vielen Dank für diese Einsichten, für Ihre Perspektive.
Das ist natürlich auch interessant im Vergleich zu dem, was wir ja vorher auch schon gehört haben von Herrn Zachmann und von Herrn Lorenz. Das ergänzt und komplettiert das Gesamtbild. Wir haben noch ein paar Minuten, die ich natürlich gerne nutzen würde. Und vielleicht können wir uns also noch den Fragen widmen, zum Beispiel, wie können wir den Schwung nutzen, den es im Moment gibt, um wirklich zu beginnen, die Wende, die Energiewende zu betreiben. Wir haben das ja auch schon angesprochen. Also es gibt ja schon eine Reduzierung des Gasverbrauches. Und wie können wir also effizienter werden diesbezüglich? Wie nutzen wir das Gas? Wie gehen wir in Bezug auf den Verbrauch weiter damit um? Das alles braucht eine gewisse Geschwindigkeit. Die Gesellschaft muss bereit dafür sein. Das ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein europäisches. Wie beschleunigen wir also die Energiewende? Wie werden wir grüner? Jevgenia hat ja schon darüber gesprochen. Und das ist also ein wichtiges Thema. Und das ist auch vielleicht etwas, wo Ingrid noch etwas hinzufügen möchte. Wie siehst du die Stimmung in Deutschland zu dem Thema? Gibt es die, du hast es ja vorhin schon angesprochen, es fehlt dir, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch nochmal ein bisschen der Impuls, das Momentum, jetzt richtig mal loszulegen mit dem Energiesparen. Was denkst du, wie kriegen wir dieses Momentum hin, dass wir hier vorankommen und wirklich den Gasbedarf reduzieren können? Ja, das Energiesparen ist ja tatsächlich ein sehr vielschichtiges Thema. Also teilweise liegt die Verantwortung im politischen Raum und wir arbeiten ja auch daran und stellen Gelder zur Verfügung, zum Beispiel für die Sanierung von Häusern. Wir haben das Prinzip vereinbart, dass Worst First, also die am schlechtesten gedämmten Häuser zuerst saniert werden sollen. Das müssen wir jetzt auch noch in konkrete Maßnahmen umsetzen, ist aber in der Koalition in den langen Verhandlungen rund um das Entlastungspaket mit vereinbart worden zum Beispiel. Man kann an manchen Stellen mit Fördergeldern unterstützen, um Querschnittstechnologien in die Industrie zu bekommen. Teilweise findet Effizienz statt in der Industrie einfach durch die hohen Gaspreise. Ja, da finden jetzt, also es gab ja schon immer eine unglaublich effiziente Industrie und es wurde auch schon immer etwas gemacht. Aber jetzt findet tatsächlich noch mal mehr statt, ausgelöst durch die hohen Gaspreise. Aber man kommt eben auch an den Bereich, wo es um jeden Einzelnen geht. Und ich habe im Chat mitverfolgt, dass es hier auch zum Beispiel um den Verbrauch von Plastik geht. Da ist man dann ganz schnell an dem Part, wo man mit Ordnungsrecht und politisch nicht drankommt. Ja, wir können keine Verpackungen verbieten. Ja, man könnte, also theoretisch könnte man Einwegflaschen verbieten und sagen, es muss Mehrweg sein. Aber Plastikverpackungen zum Beispiel für Lebensmittel können wir nicht verbieten, sondern ja, so ein Stück weit kann eben jeder einzelne Konsument sagen, okay, ich nehme das, was nicht so dolle in Plastik eingepackt ist. Und manches kann man auch ganz unverpackt kaufen. Und jeder kann weniger Auto fahren und jeder kann weniger Strom verbrauchen und jeder kann auf Kipp lüften, das ist jetzt eher im Winter, ne, und seine Heizung ein bisschen runterstellen. Und das sind aber alles Dinge, wo wir mit Ordnungsrecht nicht drankommen. Und die Preise, das wurde ja auch im Chat gefragt, wir natürlich darauf achten müssen, dass es keine ganz, ganz krassen Härten gibt. Also wir haben ja jetzt schon ein Entlastungspaket, zwei Entlastungspakete gemacht, obwohl die Preise ja noch höher gehen werden. Ja. Also wir haben ja, das ist ja noch nicht mal bei den Kunden angekommen, was Putin uns hier an Mehrkosten ins System spült. Also die Gaspreise, die im Moment beim Grenzübergangspunkt gezahlt werden, die sind überhaupt noch nicht bei den Endkunden. Die werden da aber ankommen. Ja. Das Geld fließt ja, das wird auch wieder einkassiert werden. Das heißt, wir kommen da in sehr schwierige Situationen, wo wir nicht alles werden ausgleichen können mit Steuergeld, aber trotzdem ist auch nicht aus, also die Politik wird immer auch irgendwie versuchen, Antworten zu geben auf ganz krasse Preissituationen. So, genau, also deshalb wird ein Teil die Politik machen müssen, aber ein Teil liegt auch immer bei allen von uns. Und ja, wie wir diesen Momentum wieder hinbekommen, ich habe so das Gefühl, am Anfang vom Krieg war es so ein bisschen da, aber es ist schon wieder so ein bisschen verdroppelt, dass irgendwie so wieder so ein, ja, so ein Alltag eingetreten ist, wo man sich eben nicht so viel Gedanken macht. Es werden jetzt nochmal viele Hinweise, Unterstützung auch in die Öffentlichkeit kommen vom BMWK aus, wie man Energie sparen kann.
Ich weiß nicht, ob das alleine ausreicht. Ich glaube, es muss ein Pull von ganz vielen Akteuren sein. Ja, Zivilgesellschaft, die Industrie, die natürlich darauf angewiesen ist, ja, wenn sie überleben will, dass auch Gas für sie übrig ist, dass auch die Menschen sparen, die Umweltverbände. Das wäre so mein Wunsch, ja, dass da wirklich alle Akteure an einem Strang ziehen und diese Notwendigkeit benennen. Und bisher ist es irgendwie noch so ein bisschen so, dass alle sagen, ach, warum ich? Also mein Gefühl, Minister Habeck war schon am meisten vorneweg, ja auch in Tagesschau.de und in den ganz prominenten Stellen zu sagen, Leute, es lohnt sich, ja, und ihr könnt Putin eins auswischen, wenn ihr weniger Auto fahrt. Aber es sind noch zu wenige Akteure, die diese Botschaft laut benennen. Danke genau für diese Perspektive und auch nochmal diesen Hinweis auf das Autofahren, ja, weil das, wir haben ja noch nicht mal das Tempolimit hinbekommen in Deutschland, sage ich jetzt mal dazu, weil das ist im Grunde ja die wäre ja eine relativ einfache Maßnahme, um maßgeblich auch Öl einzusparen, ja. Das scheint ja noch zu fehlen, aber damit möchte ich die Frage auch nochmal zurückgeben an Jevgenia. Glauben Sie, wie kann die Zivilgesellschaft, die europäische Zivilgesellschaft auch, die eine solch große beeindruckende Koalition, wie sie hier zusammengestellt wurde, dazu beitragen, dieses Momentum wirklich auch zu schaffen und die Gesellschaft zu mobilisieren? Ja. Gleichzeitig will ich dazu sagen, das muss jetzt leider an der Stelle aufgrund der Zeit schon Ihr abschließender Kommentar sein. Also kommentieren Sie gerne auch noch zu weiteren Aspekten, die hier im Raum standen, anschließend bekommt Frau Osmolowska nochmal das Wort, aber dann müssen wir die Runde leider auch schon schließen. Also bitte letztes Wort nochmal an Sie zunächst, Jevgenia. Vielen Dank. Die Zivilgesellschaft ist natürlich auch ehrgeizig und versucht, da noch mehr zu machen, mehr Bewusstsein zu schaffen und die Ziele zu erreichen. Also es geht natürlich auch um Verbrauch und Effizienz, die erhöht werden. Und wir sehen, dass das in der EU eine Rolle spielt. Und natürlich die weiterentwickelten Länder verbrauchen mehr Energie. Es gibt also da eine Verbindung. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv, sich damit auseinanderzusetzen. Man braucht auch die Unterstützung des Gesetzgebers, der Regierung. Und da kann natürlich die Zivilgesellschaft eine Rolle spielen, einen Prozess zu ermöglichen, der fair ist, der Lösungen aufzeigt, der auch natürlich dazu führt, dass sie eine Rolle in der Debatte spielt. Von der ukrainischen Seite ist es wirklich natürlich ganz dringlich, dass das schnell passiert, denn das hat eine Rolle in Bezug auf die Länge des Krieges und was in der Zukunft passieren wird. Und ja, also es geht natürlich darum, dass wir auch natürlich möglichst mitmachen, also nicht nur aus der ukrainischen Perspektive, sondern aus der Perspektive der Zivilgesellschaft. Und es ist eine große Bewegung geworden und also man ist wirklich ehrgeiziger geworden diesbezüglich und zwar weltweit. Und wir haben das auch natürlich bei der Debatte gesehen während der Wahlkampagne in Deutschland. Da gab es ja Klimaziele als wichtiges Thema und wir haben also jetzt nur weitere Gründe mehr daran zu arbeiten, schneller zu werden, aktiver zu sein, schneller aktiv zu werden und an der Situation etwas zu ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Jevgenia. Und jetzt würde ich gerne nochmal Olena das Wort geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank an Sie alle.
also darüber zu sprechen, wie Deutschland bereit wird und in der Lage wird, sein wird, etwas daran zu tun. Ich möchte gerne sagen, dass nicht alle diese Lösungen, von denen wir gehört haben, dass das nicht alles natürlich machbar ist. Also wir haben ja Georg Sachmann gehört. Er sprach über einzelne Käufer oder über die Zölle zum Beispiel, die Geld zur Verfügung stellen könnten an die europäischen Regierungen oder die deutsche Regierung, um die Haushalte zu unterstützen oder auch Energiezulieferer zu unterstützen, sodass es also nicht teurer wird für sie. Aber das Gas wird natürlich teurer, auch in der Herstellung, in der Bereitstellung. Putin will das auch so. Er möchte natürlich damit den Krieg finanzieren. Europa muss also an seinen Bedingungen arbeiten, um weniger zu zahlen, um Geld zu sparen und auch dafür zu sorgen, wenn es möglich ist, also die Preise für Öl und Gas niedriger zu machen und dafür zu sorgen, dass die Konsumenten nicht mehr verbrauchen. Da geht es natürlich also um Haushaltsmaßnahmen. Das ist eine politische Maßnahme. Da ist die Regierung gefordert. Die Europäische Kommission spielt damit hinein. Und das kann natürlich dann auch von der Öffentlichkeit gut akzeptiert werden. Das wäre etwas, das fair ist. Das führt nicht zu Schäden bei den Menschen durch andere. Das führt nicht zu Schuldzuweisungen und zu Problemen, auch mit Sündenböcken. Also das ist aber eine Sache, die der Regierung zusteht, daran zu arbeiten. Vielen Dank. Dieses Schlusswort, genau, das finde ich auch nochmal wichtig zu unterstreichen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ergebnis unserer Runde hier heute Abend. Ja, also ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass es noch weitere Handlungsoptionen jetzt gibt, dass wir uns also auf keinen Fall schon hier zurücklehnen können, um zu sagen, ja, wir tun ja schon alles Mögliche. Die Diskussion hat gezeigt, dass es eben noch weitere Möglichkeiten gibt und vor allen Dingen, dass es auch sehr dringend ist, dass möglichst schnell jetzt weitere Maßnahmen umzusetzen, einfach weil dieser furchtbare Krieg jeden Tag sich fortsetzt. Und klar gibt es keinen ganz direkten, unmittelbaren Zusammenhang von Reduzierung der Gasimporte, aber ja doch einen sehr mittelbaren Zusammenhang. Deshalb auch die Schlussfolgerung hier, wir können auch noch mehr tun, um Energie einzusparen. Und je früher wir das tun, desto besser ist es, desto besser werden wir mit der Situation der Gasknappheit dann auch umgehen können und desto preiswerter wird es auch für uns. Aber wir haben auch sehr viele andere Aspekte hier heute Abend angesprochen und ich fand auch die Anregung von Herrn Demtschenkov sehr gut, dass wir hier nochmal eine Zusammenfassung versuchen werden, um ein paar Punkte auch nochmal wirklich zu Papier zu bringen und als Impulse und Denkanstöße hier nochmal in die weitere Diskussion einbringen zu können. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse heute Abend. Kurzer Satz noch von Ingrid Nestle. Einmal, also wir sind ganz zum Schluss und nach 7 Uhr auf irgendwie einen ganz entscheidenden Punkt gekommen, nämlich ob wir ganz einfach Dinge tun können, um weniger Geld an Putin zu geben. Ich würde nochmal sagen, dass wir natürlich schon solche Dinge auch diskutieren. Mein Eindruck ist, dass Herr Zachmann das ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat vorhin. Es ist Powerplay, ja, und die Frage ist, ob wir in der Position sind, Putin glaubhaft zu machen, dass wir ohne sein Gas auskommen, ja, und dass wir tatsächlich keine Schwierigkeiten haben. So, ich will jetzt nicht tief in Diskussion einsteigen, ich sage nur, ich glaube, ganz so easy ist es nicht, dass wir einfach sagen, wir zahlen jetzt weniger, aber wir sind immer sehr interessiert, solche Debatten weiterzuführen. Ja, auf jeden Fall scheint da wirklich noch sehr viel weitere Diskussion und Vertiefung dieser Diskussion notwendig. Und
Ja, das liegt auf jeden Fall auf dem Tisch. Also nochmal, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse heute Abend, fürs lange Durchhalten. Ich weiß, über 2 Stunden Online-Veranstaltung ist ziemlich extrem. Dafür entschuldige ich mich, aber ich glaube, wir hatten trotzdem intensive und wichtige Diskussion. Insbesondere vielen Dank in dem Zusammenhang an Tanja und Roswitha, unsere beiden Dolmetscherinnen am heutigen Abend. Herzlichen Dank, dass auch Sie uns diese Kommunikation hier ermöglicht haben. Ja, wir stellen auch den Mitschnitt dann in Kürze zur Verfügung, den Link dazu. Ja, alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich bedanke mich insbesondere auch bei den Sprecherinnen und Sprechern für Ihre Beiträge. Alles Gute. Tschüss. Ja, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Thank you. Vielen Dank.